Bin ich? Ja. Wirklich? Ja. Oh! Ja, herzlich willkommen zu Age of Empires. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben alle technischen Probleme beiseite gelegt und sind jetzt live und fangen gleich an mit Donnys Vortrag. Dann ein 1 gegen 1 zwischen Donny und mir und dann geht es weiter mit der glorreichen Fehde Donny gegen Florentin. Ist doch egal. Hier moderiert du. Ja, herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe Rage of Empires. Wir haben es ja geschafft, sorry für die kleine Verzögerung, aber es war ein kleiner technischer Umbau nötig, aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Und heute auch in der extra langen Ausgabe. Wir senden durchgehend bis 20 Uhr. Wir haben heute richtig viel Zeit, alles ist möglich, wir haben auch viel vor. Und natürlich, wir seit einigen Wochen hat dieses Format nicht mehr allzu viel mit Echtzeitstrategie zu tun, sondern mit Bildungsauftrag. Wir wollen lernen, lernen, lernen. Und nachdem wir jetzt eigentlich von allen uns drei ein Referat gehört haben, kommt heute das Heißersehnte von Donny. Aber wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche, wo Mara uns was erzählt hat für den Mesovölker. Ah. Und anscheinend ist was angekommen bei euch, denn wir haben eine fantastische Zuschrift bekommen. Mara? Ja, der Henry hat uns Obsidian-Pfeilspitzen geschickt, wie man sie in jedem Haushalt findet. Oh. Kann man das irgendwie? Ist auch ein. Also das. Ja, ja. Seid ihr drauf? Und die. Wer hat daraus die Pfeile gut gemacht? Die Inka? Oder die. Wer? Alle. Ja, alle. Vor allem Azteken und Maya natürlich. Und laut Age of Empires machen diese Pfeilspitzen Bonusschaden gegen Gebäude. Also damit kann man Gebäude. Meine Kamera. Maras Kamera. Age of Empires kann man mit diesen Spitzen Gebäude einreißen. Er hat auch super viele gemacht, so groß und klein. Aber es tut schon ein bisschen weh. Großartig, vielen Dank dafür. Wir wissen noch nicht, was wir damit anstellen, aber ich glaube, für unsere Lab-Folge brauchen wir für Maras Kostüm noch ein paar Pfeile mit Obsidian-Spitzen. Wenn wir auf dem Markt sind, dann werden wir damit. Ihr hättet wirklich, liebe Zuschauer, ihr hättet dabei sein müssen, was hier alles diskutiert wurde für ein buntes Gespräch, hier was da alles für Planungen, Age of Empires und Tour, Mittelmeermarkt, auf eine Burg gehen. Wir gehen auf eine Burg und ey Leute, ich hab Bock, einen Tribok zu bauen. Ja, ich nämlich auch. Das war dann dein Vorschlag, hier kriegt ein bisschen Holz und dann gucken wir mal, wer den besten Tribok baut. Bogenschießen und Sachen bauen und so und die zwei, die wollen einfach nur Met trinken. Also ja, du musst doch auch mal nutzen, wenn man so auf so naja, naja, aber für alle Fans des tatsächlichen Spiels Age of Empires, wir werden heute auch einiges spielen. Das nächste Best of Three geht los zwischen Donny und mir und wir sehen das lang erwartete 1-2-1 Donny gegen Marco im der 256 Entwicklungsmod. Mhm. Ich weiß nicht, ob Donny da den großen Marco zu Fall bringen kann, aber das kann er auf jeden Fall auf der Ebene des Wissens, denn er ist heute hier und wir sagen Guten Morgen, Herr O'Sullivan. Guten Morgen, liebe Schüler, das geht ein bisschen lauter, wollen wir mal ein bisschen wach werden. Morgen, Herr O'Sullivan. Ja, also viel mehr kann man nicht erwarten, es ist erste Stunde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Schüler. Ich werde euch heute ein bisschen was über den Webstuhl erzählen. Dafür habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, wie ihr hier sehen könnt. Der Webstuhl mit einem kleinen Zitat von einem relativ bekannten Spieler, The Viper, der diesen Webstuhl in seiner englischen Form hier zitiert. Loom Donny, mittlerweile ein Klassiker. Aber fangen wir doch mal an. Zur Gliederung, zunächst gehe ich ein bisschen auf die Geschichte des Webstuhls ein. Ich will mal ein bisschen sagen, euch mal erzählen, woher das kommt, wie das anfängt, die ganze Historie der Webkunst. Und im zweiten Teil der Präsentation möchte ich dann gerne auf den Webstuhl in Age of Empires 2, dem beliebten RTS-Spiel, eingehen, um ein für alle Mal die Frage zu klären, ist der Webstuhl in Age of Empires 2 eigentlich Quatsch? Dennoch erstmal Grundlegendes. Was ist eigentlich ein Webstuhl? Mhm. So, eigentlich ganz einfach gesagt, der Webstuhl ist eine mechanische Vorrichtung zur Herstellung von Geweben. Jetzt fragt sich der eine oder andere, Mensch, wie sieht eigentlich so ein Webstuhl aus? Da habe ich doch mal was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Bilder, die wir sehen können. So sieht ein Webstuhl aus. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe nicht nur Bilder zur Veranschaulichung des Webstuhls. Nein, ich habe einen Webstuhl mitgebracht. Oh, no! Wir sehen... Wir sehen hier einen, eine Mini-Version eines Webstuhls. Ich habe vorhin hier schon ein bisschen was gewebt, wie man so schön sagt. Ich war im Web drin quasi. Und man schiebt dann hier diese Teile hier durch. Dann kann man das hier festzurren. Ja? Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera. Das kann man ruhig mal sagen, wie das funktioniert. Also man hat hier ein Ding, wo der Faden drum gewickelt ist. Dann kann man hier das quasi festziehen. Ja? Dann entsteht hier ein Loch an der Seite, wo man das ganz einfach durchschieben kann. Die einzelnen Seile sind quasi jeweils versetzt, so dass man nicht so extra hoch und runter durchgehen muss, sondern durch diese Vorrichtung kann man das spannen, einfach das Ding durchschieben und dann wird, zack,
zurück und das festgemacht. Ich habe das natürlich um meinen Schüler mitgebracht, dass ihr das auch einfach mal anfassen könnt. Gebt das bitte der Reihe um. Bitte nicht zu lange in einer Hand behalten, sondern jeden Schüler mal die Chance geben, sich das Teil mal anzuschauen. Wippst du? Also, wie geht das? Dass ich das guck da, das können wir vielleicht nochmal, das ist ein schönes Bild, das können wir vielleicht mal abfangen, wie jetzt meine Schüler sich da an den Webstuhl wagen. So ja, probier doch mal aus, Florentin. Ja, versuch doch mal. Ja, mach mal. Los. Also, ich habe jetzt dieses Schiffchen hier. Zeig doch mal in die Kamera, was du da machst. Und ich nehme jetzt das hier mal zurück. Ja, genau. Fahr hier einmal durch. Oben festmachen, dann ist es noch gespannter. Wenn du oben drehst, an dem obersten Holzbalken, da kannst du dran drehen, dann wird das fest. Wo drehen? Ja, da kann ich doch erstmal noch her als guter Pädagoge. Ja, genau. Na, so lernt man das auch besser. Und dann zieht man das hier durch. Und dann kommt der Rote, um das hier anzuhören. Genau, du könntest auch theoretisch mehrfach immer wieder durchgehen und dann erst nach 5, 6 Reihen dann festziehen. Sieht ja schon fast aus wie ein T-Shirt. Ist schon fast ein Niki. Aber genau. wie wird dann die Anordnung der Fäden umgekehrt, für die, wenn ich wieder zurückgehe? Du gehst ja wieder zurück automatisch. Und wenn du dann quasi einmal durch bist, dann kannst du es wieder festziehen, oben beim Drehen, dann drehst du in die andere Richtung und dann spannen sich die Seile quasi andersrum. Und guck dann mal, kannst du da wieder durchgehen. So genau. Kann man nämlich die Ausrichtung ändern hier oben. Das ist ja geil. Ja. So, aber erstmal weiter mit dem Vortrag, während meine Schüler sich den kleinen Webstuhl anschauen. Der Webstuhl ist eine mechanische Vorrichtung, wie ich schon gesagt habe, zur Herstellung von Geweben. Nach DIN ISO 5247-1 ist die Bezeichnung Webstuhl einer von handgetriebenen Webeinrichtung vorbehalten. Aber genug jetzt erstmal dazu, was ein Webstuhl eigentlich ist. Wir haben jetzt einen gesehen, wir haben jetzt ein bisschen erklärt bekommen, was ein Webstuhl ist. Aber gehen wir doch mal in die Historie des Webstuhls. Kommen wir zu Zunächst beginnen wir mit der Zeit zwischen der Jungsteinzeit und der Antike. Frage an meine Schüler, wann war denn ungefähr die Jungsteinzeit? Diese Frage darf Florentin nicht beantworten, denn vorhin habe ich ihn das schon gefragt und ich habe ihm die Lösung schon gesagt. Also Mara, Marco, ich schaue in eure Richtung, in die letzte Reihe. Wann war die Jungsteinzeit? Ah, schon länger her. Länger her lasse ich gerade so durchgehen als Antwort, Marco? Ziemlich lang her. Das gibt leider einen kleinen Vermerk bei mir. Also die Jungsteinzeit, ich löse auf, war ungefähr 11.500 vor Christi Geburt. Wollte ich gerade auch sagen. Ja. So, einen Moment, jetzt hier, so. Und das Neolithikum ist einfach nur ein cooleres Wort für Jungsteinzeit. Das ist das der Ringe, das Ding da. Gewichtswebstühle waren spätestens seit dem Neolithikum bekannt. Bei diesen wurden Kettfäden mit einem Webgewicht an einem horizontalen Balken befestigt und hängen gelassen. Einige Forscher nehmen an, dass bereits im Jungpaläolithikum gewebt wurde, wie Tonabdrücke aus dem mährischen Pavlov belegen sollen. Aus den Feuchtbodensiedlungen der Schweiz ist eine Reihe neolithischer Textilien überliefert, die entweder aus Flachs oder Wolle bestehen. Gewichtswebstühle wurden bis ins Mittelalter verwendet. Das Webmaterial der Bronzezeit ist vor allem durch die Funde aus dänischen Baumsärgen bekannt. Gewobene Textilien und Teppiche verhalfen dem handelstreibenden Assyrern, Babylonien und später Phöniziern zu ihrem Reichtum. Sie konnten ihren technologischen Vorsprung in der Textilindustrie in Kleinasien, Persien und Arabien bis ins 13. Jahrhundert hinein behaupten. Da sehen wir noch mal ein Bild. Und welches Land ist dieses, meine Schüler? Was? Das Bild, was wir sehen, das ist Griechenland. Richtig. Die Tafel ist weit weg von meinen Schülern. Auch die Griechen nämlich kannten das Weben. Bei Homer scheinen Weben, Spinnen und die Herstellung von kleinen Stücken die Hauptbeschäftigung der Frauen gewesen zu sein. Nach anderen Überlieferungen konkurrierte im künstlerischen Bereichen die Bildweberei ernsthaft der Malerei. Finde ich ganz interessant. Also das Weben war nicht nur eine Tätigkeit, die dazu diente, Kleidung herzustellen, sondern es wurde auch als künstlerische Ausdrucksform benutzt. Vasenbilder und Schwarzfiguren aus dieser Zeit belegen auch hier den Gebrauch des Gewichtswebstuhls. Fun Fact! In Eckwied findet sich unter anderem der erste bekannte Minirock der Geschichte. Dort wurde der gewebt. Ihr fragt euch bestimmt gerade, wo ist Eckwied? Das ist genau hier, ist in Dänemark. So, wir machen einen Zeitsprung relativ weit nach vorne. Wir kommen ins Mittelalter. Im frühen Mittelalter und in der romanischen Kunstperiode beherrschte die orientalische Webkunst den Weltmarkt. Sassanidische, sarazenische und byzantinische Seiden- und Wollengewebe waren mit reichen Ornamenten verziert und gearbeitet. Aus ihnen wurden Prunkgewänder für Kaiser, Fürsten, Ritter aus dem Klerus
hergestellt. Ebenfalls über Byzanz kam die Seite nach Europa. Also der eine oder andere Age of Empires-Spieler wird sich jetzt ein bisschen denken, das sind alles schöne, das sind alles Völker, die habe ich hier und da schon mal gesehen. Byzantinien, Sarazenen, ja, also da ist schon, da sind schon Parallelen, das kommt nicht von ungefähr. Dazu kommen wir aber später. Aber Mittelalter, genau, Weberei, wie war das? Es blühte auch in Europa zu dieser Zeit auf, also nicht nur in Byzanz und bei den Sarazenen und da im Orient, sondern das ging dann auch langsam in Europa los. Denn auch in Europa begann die Weberei als Industriezweig aufzublühen. In Augsburg gab es Mitte des 15. Jahrhunderts eine Werbezunft mit über 700 Mitgliedern. Das ist recht viel. Vielerorts, so etwa im Mühlviertel, wurden in den Gemeinden mit einem hohen Anteil von Webern oftmals die Hälfte der Bevölkerung eigene Webermärkte abgehalten. Also die wurden da abgehalten. Genau, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, denn zu dieser Zeit entstanden in Deutschland vielerorts auch sogenannte Hauswebereien, die eine zusätzliche kärgliche Erwerbsquelle in Heimarbeit ermöglichten. Das Verlagssystem und Faktoreien waren Partner der Hausweber. Sie gaben die Aufträge und verkauften den Webern das Garn und kauften die fertige Ware zurück. Mit der industriellen Weberei verschwand aber das Hausweberei-Tum. Ich habe hier auch hier einen kleinen Funfact mitgebracht. Eines der wichtigsten Zentren der traditionellen Leinenweberei in Württemberg war Leichingen, als auch Bielefeld war auch Bielefeld war und in Bielefeld und Bielefeld, das wusstet ihr bestimmt nicht, ist nämlich auch als Leinenstadt bekannt. Kommen wir jetzt aber zur frühen Neuzeit. Ist noch eine Menge, Leute. Erst im 18. Jahrhundert wurde der Webstuhl also das finde ich wirklich ganz interessant. Also erst im 18. Jahrhundert wurde der Webstuhl wesentlich verwertet und entwickelt. Also man kann sagen, das muss man mal festgehalten. Seit der Jungsteinzeit gibt es Weberei, aber erst im 18. Jahrhundert wurde dieses Gerät entscheidend weiterentwickelt. Was ich sehr faszinierend finde. Zu dieser Zeit wurde in dieser Zeit von John Kay der sogenannte Schnellschützen zur automatischen Bewegung des Schützen erfunden. Erster mechanischer Webstuhl war von dem geistlichen Edmund Cartwright erbaut. Eine weitere revolutionäre Neuerung wurde durch den Lyoner, also nicht die Wurst, sondern die Stadt Lyon, Seidenweber J.M. Jacquard eingeführt. Bei seinem 1805 erbauten Webstuhl konnten die Kettfäden mit Hilfe von Lochkarten gezielt und einzeln gehoben und gesenkt werden, wodurch es möglich wurde, großflächig gemusterte Stoffe zu weben. Hierdurch wurde eine unbegrenzte Musterungsvielfalt gegenüber der begrenzten Bildungsmuster in der Schaftweberei möglich. Die mechanischen Webstühle wurden über Transmission durch Dampfmaschinen und mitunter auch durch Wasserräder angetrieben. Der erste elektrische Antrieb für einen mechanischen Webstuhl wurde 1879 von Siemens auf einer Berliner Gewerbeausstellung vorgestellt. Das ist ein kleiner Funfact am Rande. Ja, das ist der Siemens von der Firma Siemens. Und damals hieß diese Weltausstellung übrigens Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske in Berlin. Also wir reden wirklich von diesem, ich habe hier noch ein Bild mitgebracht von diesem Werner von Siemens, heißt er, glaube ich. Kann sein, dass das falsch ist. Ich habe leider hier nur W aufgeschrieben, gebe ich auf. Sorry, Herr Lehrer. Aber ich habe noch einen Ultra-Fun-Fact. Dieser Siemens ist nämlich auch der Erfinder des dynamoelektrischen Prinzips. Also krasser Typ auf jeden Fall und hat da vieles gemacht. So, und jetzt haben wir ein bisschen die Geschichte hergeholt. Wir wissen jetzt, was ein Webstuhl ist. Wir wissen, wie wir das geschichtlich einzuordnen haben. Ich fasse kurz zusammen. Die Weberei gibt es schon extrem lange, wurde lange nicht weiterentwickelt, dann in einer sehr kurzen Zeitspanne extrem schnell weiterentwickelt. Und ja, das ist vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Es ist ein Handwerk, was vieles angestoßen hat, viele modische und künstlerische Inspirationen hervorgeführt hat. Okay, kurz vorm Blackout gerade. Ich habe die Kurve noch gekriegt. Aber jetzt kommen wir zum Webstuhl im Spiel Age of Empires 2. Das ist ein beliebtes RTS-Spiel. der ein oder andere kennt es vielleicht. Es soll sich jetzt aber um die Frage drehen. Der Webstuhl in Age of Empires 2. Ist das Quatsch? Das werden wir hier nun prüfen, und zwar mit der Leitfrage: Ist es realistisch, dass Villager mehr Schaden aushalten, wenn sie gewebte Kleidung tragen? Nun, da werden wir doch jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen.
Doch zunächst mal erstmal die harten Fakten. Wir sehen hier den Chart, was alles Loom kann, so heißt es in dem Spiel. Man sollte Loom in den meisten Fällen auf jeden Fall entwickeln. Das ist euch natürlich allen klar. Man muss nicht immer zwangsweise Loom entwickeln. Es gibt natürlich bestimmte Szenarien, wo man es auslassen kann. Man kann es sehr spät entwickeln, wie zum Beispiel, wenn man ein Arena-Spiel spielt oder wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, dass ein Volk ist, wo man es herauszögern kann. Aber im Grunde genommen würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen, sollte und kann und ja, muss man eigentlich immer Loom entwickeln. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht von einem Spieler. Der hatte nämlich vergessen, Loom rechtzeitig zu entwickeln. Im folgenden Ausschnitt sehen wir und hören die Sicht seines Gegners. Dieser konnte aufgrund des fehlenden Looms eine Menge Schaden ausrichten und verbalisiert als fairer Sportsmann seinen Vorteil währenddessen. Wir schauen mal rein. You need to make Loom, Dani. Dani. Loom. Dani, you need Loom. Dani. No. Dani. Oh no. He doesn't have Loom. This tower. Ja, da hat man jetzt wunderbar gesehen, das war ein Spieler, der es ja vergessen hatte zu entwickeln, den guten alten Webstuhl. Dadurch hatten seine Villager nur 25 HP anstatt 40 HP. Und so konnte der Spieler, ich muss gerade schauen, wer es war. Es war ein norwegischer Spieler, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Und dieser konnte dann sehr viel Schaden anrichten. So, warte. Ups. You need to make room, Dani. Okay, ja. Dani. Ja! Loom! Schnauze! Dani, you need Loom! Dani, no! Ich komme hier nicht mehr raus. Oh nein. Ah! Oh no, he doesn't have Loom. Okay, und jetzt. Okay, ich muss einmal Escape drücken auf dem Dings. Okay, Entschuldigung. Ey, Ruhe da hinten! Warte. Okay, ja. Sollen wir mal gucken, Herr O'Sullivan? Nein! Können wir nicht doch einen Film gucken? Nein! Es wird jetzt sich hier hingesetzt und beruhigt! Kann ich ein Bier trinken? So. Weiter geht's im Text. Zwar nicht ganz im Vollbild, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wo war ich stehen geblieben? So. Die Frage ist jetzt hier Age of Vampires. Es soll ja geprüft werden, ob der Webstuhl in Age of Vampires 2 überhaupt Sinn macht. Aber natürlich muss man das auch auf die Zeit beschränken, in welcher das Spiel stattfindet. Kann ich da mal ganz kurz meine Schüler befragen? In welcher Zeit spielt denn insgesamt alle Epochen, die man so weiterentwickeln kann von Age of Vampires, in welcher Zeit spielt das? Brody? Naja, wir haben natürlich Aspekte aus dem Mittelalter, aber natürlich auch mit Schwarzpulver in die Renaissance. Ich würde mal so sagen, zwischen 11. und 15., 16. Jahrhundert? Mittelalter ist richtig. 16 ist, bist du rein, 16 ist zu viel. Mittelalter ist richtig. Und jetzt Ruhe da hinten, bitte. 2018. Schauen wir, also, das ist auf jeden Fall richtig und es ist im Mittelalter. Und so, und jetzt gucken wir, jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Ich habe jetzt hier Pro-Fakten, also Fakten, die dafür sprechen, dass der Webstuhl in Age of Empires 2 als solches, als Funktion Sinn macht oder quasi realistisch ist. Und zwar fangen wir hier mit dem ersten Argument an. Die deutschen und fränkischen Fußkämpfer und Ritter trugen im 8. Jahrhundert eine aus gepolsterter Leinwand oder Leder gefertigte, vom 13. Jahrhundert ab und mit Aufnähern eisernen Ringen, Ketten, Metallplatten oder dicken vernieteten Nagelköpfen, häufig gitterförmig besetzte, ärmellose Panzerjacke Brünne. So, das war ein sehr langer Satz. Im Grunde genommen will ich damit sagen, es gab vom 8. bis zum 13. Jahrhundert die sogenannte Brünne. Die schauen wir uns mal an. Die sieht so aus. Das war gepolsterte Leinwand und Leder. Das würde also jetzt schon mal dafür sprechen. Also, dass es quasi das wirklich gab und irgendwie ein bisschen Schutz diente. Wir haben noch ein Pro-Argument. Fußkämpfer trugen eine Art Überwurf, die Kutte oder Kotte, der Hals oder und Oberarme deckte. Na? Das haben wir hier irgendwo auch aufgeschrieben. So. Dann gab es ein bisschen später einen sogenannten Garbison. Sagt euch der Name Garbison was? Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Hast du schon mal gehört, ja? Ja. Das ist die wattierte Unterkleidung, die man unter dem Kettenhemd zum Beispiel trägt. Ja. Sehr richtig, Florentin. Sehr richtig. Florentin will
nerviger Streber, kurz sortiert. Also ein Gamson, wie Florentin schon richtig gesagt hat, ist ein textiles Rüstungsteil, das entweder aus mehreren Lagen Leinentuchs bestand oder mit verschiedenen Materialien wie Rohbaumwolle oder Stoffresten ausgestopft war. Beide Versionen waren abgesteppt. Wie Experimente der Association for Renaissance Martial Arts zeigen, konnten, jetzt konnte das Gambeson sogar vor Schwerthieben guten Schutz bieten, aber nicht vor Stichen. Also auch ein Argument dafür, dass man sagen kann, es ist kein Quatsch. Ein viertes und letztes Argument noch, was dafür spricht, dass der Webstuhl in Age of Empires 2 kein Quatsch ist, ist, der Gambeson wurde von Rittern oder wurde von Rittern oder Reisigen als Bestandteil der Rüstung unter dem Kettenpanzer getragen oder auch von Kriegsknechten entsprechend dicker als Primärrüstung. Besonders in Verbindung mit dem Kettenpanzer war der Gambeson offenbar ein durchaus wirksamer Schutz gegen die mittelalterlichen Fernwaffen, also Bogen oder Armbrust, und besonders auf größere Entfernung. Bei modernen Beschussproben durchschlug der Pfeil oder der Bolzen zwar meist den Kettenpanzer, blieb aber im Gambeson stecken. Jetzt schauen wir uns mal Kontraargumente dafür an. Ja, also was spricht dagegen, dass es Sinn macht, dass man mit einem Upgrade, der einfach nur besagt, dass man Klamotten trägt oder dickere Klamotten, dass man dann wirklich auch mehr Schutz bekommt, aka mehr Lebenspunkte. Und da habe ich nur ein einziges Gegenargument gefunden und das überwiegt für mich auch, und das ist, es ist fucking Kleidung. Es ist Kleidung, als ob, wenn jetzt ein Ritter auf einem Pferd voll mit Ketten und Megagewicht und einem fucking Dingshammer und du stehst da rum und hast ein Gambeson an, einfach nur ein bisschen dickeren Stoff, als ob das irgendwie dich davor schützt, dass du nicht voll aufs Maul kriegst und auch stirbst. Von daher, das ist mein Fazit. Loom ist Quatsch, weil es ist Kleidung. Hier ist mein Fazit nochmal verständlich. Loom ist Quatsch, aber man sollte es trotzdem entwickeln, weil sonst kacke. Also, in meinen Worten oder in anderen Worten gesagt, Loom ist historisch gesehen, es macht ein bisschen Sinn. Es gab wirklich zu den Zeiten, in denen Age of Empires spielt, die Weberei, das hat schon eine Rolle gespielt bei den Rüstungen und so. Aber im Endeffekt finde ich, es ist Quatsch, weil ich glaube nicht, dass ein Gambeson wirklich einen ausreichend Schutz bietet gegen einen, also wenn man unbewaffnet ist und kein Kettenhemd hat, dagegen einen Ritter anzukommen. Und das ist mein Fazit. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob es noch Fragen gibt. Ich habe hier schon mal so ein bisschen gewebt. Hörst du nicht? Oh, schön! Jetzt mal, zieh das auch an. Das ist, sind Pluspunkte für Mara. So. Ich habe noch eine Frage, und zwar, muss man sich das dann so vorstellen, dass dann jeder Bauer selber einen Webstuhl zu Hause hat und selber seine Kleidung webt, oder kauft man die dann auf dem Markt oder sowas? Ja, Florentin, auch ein ganz gutes, eine gute Frage, die im Endeffekt auch so ein bisschen mein Fazit unterstützt. Das ist natürlich völliger Quatsch, dass man einzeln, dass man den Webstuhl entwickelt, und dann gehe ich davon aus, dann sollte ja jeder einen einzelnen Webstuhl haben. Eventuell kann man argumentieren, dass im Dorfzentrum ein Webstuhl entwickelt wird, wohingegen alle Klamotten dann sozusagen für die Villager ausgebildet werden. Aber ich muss dann doch ein bisschen schmunzeln, wenn ein Villager gerade mitten auf der Map auf dem Weg zu einem Wolf ist und dann mittendrin die Entwicklung reinkickt, dass er dann auf einmal einen dickeren Stoff hat, finde ich ein bisschen unrealistisch. Mhm. Ja. Wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann würde ich mich jetzt gerne für eure Aufmerksamkeit bedanken, auch liebe Zuschauer zu Hause, und würde einfach gerne abschließen mit dem Satz, ja, webt doch mal was. Macht Spaß. Ja, schon euphorischen Applaus gehabt hier, ey. Das war toll. Viele Informationen. Ja. Sehr, sehr viel. Gut recherchiert. Gut recherchiert, kann man sagen. Ja. Ja, ich möchte mich noch auf jeden Fall bedanken, übrigens. Ganz schnell auf jeden Fall bei Michael. Ich will jetzt nicht deinen Nachnamen sagen, aber Michael, du weißt, wer du bist. Der hat nämlich diesen fantastischen Webstuhl eingeschickt. Ah, wow. Den musste ich jetzt die letzten Wochen auch vor euch verstecken, unter meinem Tisch, und hier auch versteckt reintragen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das eingeschickt hast. Einfach so ungefragt, fand ich total cool. Und Tesco90 im Forum, du weißt warum. Er hat mich Tesco90 hat mich relativ kräftig unterstützt im Forum mit der Recherche. Hat mir da ein paar Ideen beigesteuert. Ja. Ich finde es aber auch gut, dass Donny als einziger den extra Weg gegangen ist, das Thema bis in die Neuzeit zu verfolgen. Ja. Weit über Age of Empires hinaus noch zu Siemens zu kommen. Also finde ich auch nicht schlecht. Ich muss aber sagen, weil ich den einfach interessant fand. Ich so, hä, ist der Siemens? Da war ich auf so einer Waschmaschinenseite und so.
Man verliert sich manchmal. Das ist die Extrameile, die ja, sogenannte. Ja, ja. Der Chat kann jetzt und macht es auch schon die ganze Zeit voten, was Donny für eine Note bekommen soll. Das Voting läuft bereits. Und ja, wenn es jetzt nicht noch weitere Fragen gibt oder noch etwas dazu, dann würde ich sagen, dass wir eine ganz kurze Werbepause gehen. Und dann, ey, man ist viel nervöser, als man denkt, muss ja, ich auch mal sagen. Ja, Alter, ich bin gerade so. Ey, ist ich krieg bestimmt eine Scheiße, weil ich bin so hastwillig gewesen. Ich war richtig auf, ey, wie oft wir hier vor tausenden von Leuten darum irgendwas machen, aber sobald man sich hier hinstellen muss und dann, ich hab richtig so wie in der Schule mich gefühlt. Es ist der Schulvertrag. Ja. Ich bin echt enttäuscht, ich hab so Gags hier eingebaut und so und dann stehst du nur und bist wirklich nur so am Durchlesen. Und dann also wenn Donny hier eine schlechte Note bekommt, dann müssen wir alle nochmal Vorträge machen, glaube ich. Oh Gott. Nein. Ja, aber dann bekomme ich ja erst recht. Nein. Das passt schon. Hätte ich besser machen können. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Und ich habe wirklich was gelernt über den Webstuhl. Wir machen ja heute beim Best of Three auch Map-Draft. Und ich würde sagen, Donny, wir draften Budapest raus. Okay? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das nie wieder. Nee. Nie wieder. Burger und Budapest und Pizza weg. Ja. Also wir würden auf jeden Fall, ich würde sagen, wir draften alle Maps, die wir bisher gesehen haben. Also sprich, es ist alles möglich. Ihr müsst nur sagen, welche ihr wollt. Gut, dann kleine Pause. Danach seht ihr Marco gegen Donny. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Bis gleich. Willkommen zurück zu Rage of Empires am Freitag. Wir haben eben Florentins Donnys Vortrag zu den Webstühlen gehört. Wir werden mal sehen, ob er heute den 256 Mal entwickeln wird oder vielleicht nur einmal. Wir werden sehen. Spanier vielleicht. Also wenn du einen Webstuhl 256 Mal entwickelst, dann hast du ja ein dickes Stück Stoff an. Ja. Da hast du Rüstung. Und dann genau. Und dann mit Spaniern vielleicht noch hier Dings, wie heißt das, dieses Supremacy? Ja, genau. Das werden wir gleich mal sehen, wenn wir den 256 Tech-Mod 1 gegen 1 spielen. Eure Kommentatoren für diese Runde sind Mara und Florentin aus dem Hengi. Hey. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Kommentatorenbox. Wir sind natürlich sehr gespannt, welche Strategien sich die beiden überlegt haben. Sie wussten es jetzt schon seit einer Woche. Und wie Marco schon gesagt hat, es macht natürlich einen großen Unterschied, auf welche Technologien man sich fokussiert, welche Technologien man viel erforscht. Und es gibt natürlich ein paar Technologien, die sind besser dafür geeignet und ein paar, die sind schlechter dafür geeignet. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was die beiden sich überlegt haben. Wir und nehmen aber Völker, oder? Ich würde sagen, ihr macht Sith-Pick, aber gleichzeitig. Ja. Ich darf gleich dazu erwähnen, der 256 Tech-Mod funktioniert nur mit The Conquerors. Okay. Also es gibt keine neuen Völker, also keine Äthiopier, keine Vietnamesen, keine Quatschvölker, keine Elefantenvölker, nichts, sondern die guten Alten. Alles klar. Sehr gut. Ich wollte noch ganz kurz was loswerden, bevor wir starten. Ich muss tatsächlich heute um 19 Uhr los, nur dass es schon gesagt worden ist. Auf jeden Fall. Also wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Und leider musst du ein bisschen früher los, aber das ist auf jeden Fall akzeptabel. Und das wir kriegen da auf jeden Fall die letzte Stunde auch leider ohne dich, aber kriegen wir auch. Ja, ich wollte es nur gesagt haben, wir haben ja natürlich 3 Stunden bekommen. Letzte Woche haben wir uns da alle drüber gefreut. Da hatte ich aber schon ein Previous Engagement eingeloggt. Ich muss nachher einen Podcast aufnehmen. Das heißt, ich muss leider wirklich dann um 19 Uhr los. Tut mir sehr leid. Aber die, ihr werdet das schon auch ohne mich wuppen. Absolut. Aber, wie gesagt, jetzt geht's los, Donny. Okay. Hast du denn ein Volk schon überhaupt? Ich hab, ehrlich gesagt, muss ich echt überlegen. Ich weiß, ey, das ist halt so ein Scheiß. Ich meine, natürlich könnte man Briten nehmen und dann irgendwann einfach nur vom unteren Ende der Map schießen. Ja. Ans obere Ende. Ist eine Idee, ja. Kartensicht auf der Kunde, wir ohne Early Aggression machen? Ohne Early Aggression? Wir spielen schon All-In einfach so komplett, ne? Ja, das schon Dinge tun. Das Problem ist natürlich. Ich blick halt so, welches Volk hat schon von vornherein eins, was man dann nur noch. Da kann man schon das zweite dann drauf machen, oder? Also, wenn ich jetzt einen Attack habe, zum Beispiel. Oh, ich weiß es. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel von vornherein einen Goldbonus habe. Ja. Dann kann ich sofort den Goldbonus wahrscheinlich entwickeln. Und hab den ja schon dann zweimal. Also, wenn ich jetzt ein Mining Camp baue. Ach so, wenn du Mining Camp baust, machst. Dann kann ich den noch mal machen. Da ist es ja noch nicht. Da ist ja noch nicht. Oh, erkundet, warte mal. Da ist es ja noch nicht so signifikant. Aber es wird ja dann gerade krasser, wenn du halt Völker hast, die vielleicht noch so irgendeinen Bonus für Einheiten haben, der dann irgendwann noch skaliert wird, noch krasser. Also, sprich. Also ich, egal, ich weiß, was ich nehme. Ich auch. Okay, auf 3, 1, 2. Ich bin noch in dem Dingsmenü. Ach so, okay, jetzt. 1, 2, 3. Okay, Spanier gegen Chinesen. Spanier? Der Pat ist auch dabei. Ich bin übrigens 5-5 Nase, Leute. Sorry, ich habe wieder inkognito gezockt. Ey, der Dumbledore, der
Deviant und Ach, ja, ist doch alles schon dabei. Ich bin verrückt unterwegs, Eva. So, jetzt, without further ado, let's do this. Auf geht's! Erstes Spiel, Donny gegen mich. Seit langem mal wieder. Age of Empires auf in dieser Sendung. Die Leute fragen sich, warum wir rumkichern. Der Text war nur gerade extrem klein. Also, oh Gott. Oh, wir sind ja riesig heute. Das sieht ja richtig gut aus. Das ist ja abgefahren. Schau dich das mal, wie klein alles ist. Aber das ist ja eigentlich... Moment. Aber das ist ja perfekt eigentlich, weil wir haben es mit großen Distanzen zu tun. Und großen Dingen. Wir sehen, die beiden spielen Chinesen gegen Spanier. Donny hier oben und Marco hier unten. Ich glaube, er hat Spanier wegen Stoffwohnen angenommen, oder? Ich glaube auch. Also wir haben ja gerade schon wahnsinnig viel von Webstuhl gehört, was natürlich auch eine wichtige Entwicklung hier ist. Aber die Spanier haben natürlich die Überlegenheitstechnologie. Aber erst sehr spät, ne? Aber erst in der Imperialzeit. Und ich weiß nicht, ob sich Donny da nicht ein bisschen verhoben hat, ob er das wirklich schafft, so locker in die Imperialzeit zu kommen, wie er sich das vielleicht vorstellt. Hier haben wir Überlegenheit. Dorfwohner haben außergewöhnliche Kampfkraft, ich glaube, so wahnsinnig viel. Also plus Rüstung, kriegen nochmal mehr Lebenspunkte dazu. Ja. Ich glaube, weiß nicht, ob es so klug ist, weil man kann ja allein schon mit Webstuhl seine Dorfbewohner wahnsinnig stark machen. Da wird natürlich die Angriffskraft nicht erhöht. Aber soweit ich weiß, als ich gegen Marco gespielt hatte, ich hatte dieselbe Taktik, glaube ich. Ja, du hast auch, ich weiß nicht, ob du Spanier genommen hast, aber auf jeden Fall auch die Dorfbewohner super stark machen. Dorfbewohner super stark und dann angreifen. Aber die große Frage, die sich stellt, ist natürlich, ob Donny es überhaupt soweit schafft. Und Marco hat die Chinesen genommen, da wollen wir mal reingucken. Da hat er sich bestimmt was überlegt. Wir kennen alle, irgendwas mit Bogenschützen. Durchscrollt er die Profiforen und dann weiß man genau, hier, Angriffsstärke für Chocunu und für Skorpione. Generell Schützen natürlich wahnsinnig stark in dieser Mod, weil, nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann jede Entwicklung quasi unendlich oft entwickeln. Und sehr gut bieten sich natürlich hier die Fletching-Upgrades an, weil Schützen bekommen nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Reichweite. Das heißt, im Gegensatz zu den Entwicklungen, wo man nur eine Stärke bekommt, werden Bogenschützen irgendwann über die ganze Map schießen. Mhm. Chocunus bieten sich natürlich gut an. Mhm. Viele Schüsse, viel Schaden, obwohl ich gar nicht weiß, ob die, also bei Chocunu macht ja nur der erste Schuss vollen Schaden und alle weiteren, glaube ich, machen nur ein oder drei Schaden. Ich weiß nicht, ob die auch profitieren von der Entwicklung. Das könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Aber ich glaube, Marco spielt hier einfach schön auf Bogenschützen. Die Technologien sind billiger bei denen, vermutlich deshalb, sagen sie hier. Die Technologien sind, ja, tatsächlich. Technologien kosten -10%. Oh, -20% in dem Buch. Krass. In der Feudalzeit. Oh, das ist natürlich nicht so schlecht. Das ist eine gute Idee. Ich habe mich auch ein bisschen informiert und habe ein paar Strategien gefunden, die krass sind. Die Berserker sollen ziemlich krass sein, wenn man da dieses sich regenerieren ganz oft entwickelt. Oh ja. Das wird nämlich immer verdoppelt. Es geht nämlich 1, 2, 4, 8, 16. Und dann ist man sehr schnell an einem Punkt, wo man die Berserker kaum noch töten kann. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich schlau, weil wenn man hier Technologien am laufenden Band entwickelt, dass man natürlich das Volk nimmt, wo die Technologien... Auf jeden Fall. Man kann vor allem auch dieselbe Technologie häufiger entwickeln. Also wenn du drei Schmieden hast, kannst du dreimal Fletching entwickeln gleichzeitig. Ich glaube auch, dass Marco das machen wird. Mhm. Aber wir kennen ja Donny. Seine Stärke ist ja eigentlich die Feudalzeit-Aggression, die frühe Aggression. Und vielleicht überlegt er sich, ich scheiß einfach auf die Mod. Mir völlig egal, was Marco machen will im Late Game. Spielt ganz normal. Ich rush ihn einfach kaputt, so wie ich es immer mache. Und das ist natürlich auch eine Map, die Donny liegt. Er ist ja großer Arabien-Fan und das ist ja Green Arabia. Wir können hier mal gucken. Ich tue immer so, ich weiß nicht, ob ich da so viel dazu sagen kann. Schauen wir jetzt mal die Map an. Also hier ist dein Gold. Sieht gut aus, ja. Ja, Gold ist da, Stein ist da. Ich meine, ich glaube, ich will das selber nicht. Naja, wir haben ja sowieso bei Green Arabia die Sache, dass alle Rohstoffe näher dran sind. Also auf jeden Fall die Schafe sind super nah und so. Da läufst du nicht am Anfang ewig rum und suchst die Sachen. Mhm. Das ist so der Vorteil bei Green Arabia. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch die Steine und so alles näher dran ist, aber es kann natürlich auch sein. Bei Markus, wir müssen natürlich irgendwie die Möglichkeit haben, nachzuverfolgen, was wir alles machen. Ne? Also bei den ganzen Technologien, glaube ich, verlieren wir irgendwann den Überblick, aber wir hoffen, dass wir es so gut es geht schaffen, da zumindest die groben Striche zu erkunden und zu überlegen, was sie denn alles machen können. Oh ja, da fast ein Dorf wurde verloren, aber kein Problem. Oh Mann. Spanier, ich glaube, Donny verschätzt sich ein bisschen, denn die Spanier haben nämlich auch den Bonus, dass die Technologie kein Gold kostet. Okay. Aber das ist nicht so bei dieser Mod. Schmiedeweiterentwicklung ohne Gold. Oh, ist es nicht so? Es ist nicht so bei dieser Mod. Das habe ich auch ausprobiert und ich glaube, dass Donny darauf spekuliert. Es ist natürlich brillant, ja, weil es geht ja alles nur ums Hochrüsten von Technologien. Mhm.
Aber ich bin mir nicht sicher, der Chat kann mich da gerne auch nochmal korrigieren, aber ich glaube, mal getestet zu haben, weil nämlich als es hieß, du spielst gegen Marco, dachte ich natürlich sofort, ich spiele Spanier, dachte ich mir, ich gehe mal outside the box, spiele Spanier, hab aber dann natürlich bemerkt. Kannst du das irgendwie größer machen, können wir den Optionen oben rechts? Wirklich? Ich finde das super gut. Aber die sagen alle, sie sehen nichts. Sie müssen. Wie, die sehen nichts? Ja, holt euch mal ein paar Dioptrien. Warte mal, wir können gerne mal die Option schauen. Ist das geil? Ach, deswegen haben wir vorhin auch so klein geschrieben in der Lobby. So. Wir haben uns schon gewundert. Hier kann man es auch nicht anders einstellen, ne? Klein, neues. Nee. Oh, ja, Leute, ihr habt Pech gehabt. Wir müssen jetzt hier auf den kleinen Bild gucken. Ich versuche. Ah, was verpasst? Aber also ich finde, ich bin positiv überrascht. Der Chat muss sich meine Brille anschaffen. Oh, kommst du denn? Ah, wir gucken mal, warte mal. Also wir haben ja nicht viele Möglichkeiten, außer hier Optionen, ne? Option, ja, Kapitel glaub, speichern, Info. Geht, glaube ich, nicht im Laufenspiel, oder? Nein, ich brauche keine Brille. Scrolling, ich glaube, also falls ihr wisst, wie man es verstellen kann, schreibt gerne in den Chat. Aber, also ich habe ja perfekte Augen, von daher habe ich überhaupt kein Problem mit. Die haben schön unterschiedliche Farben, von daher funktioniert das alles. Wir sehen bei Donny schon die Kaserne. Können wir mal die Dorfbewohner vergleichen? Also wie stark die gerade sind? Ach so, ja, natürlich, gerne. Wir haben einmal Loom. Wir haben einmal Loom bei Marco und was sagt dein Elbenauge? Auch einmal Loom. Gut, kriegen wir hin. Aber Donny hier schon mit der Kaserne. Ich weiß nicht, ob sie früher Aggression werden will. Hier wird schon ein bisschen gestylt und der baut den Scout ein. Oh, Donny ist... Gesehen und da ist er natürlich rausgeschlüpft. Aber wir sehen schon, Donny ist halt frech drauf und das gefällt mir. Und er ist auf dem Weg. Was soll das denn? Habt alles im Blick gehabt, ey. Hast du nicht? Ja, aber so. Das war der letzte Fucking Palisade. Ja, ich weiß, muss ja nur warten. Lava nicht. Muss dich ein bisschen teasen. Also, Donny wird etwas früher in der Feudalzeit ankommen und es kann natürlich sein, dass er hier auch schon zu seinem Man-at-Arms-Rush geht, aber er hat hier noch keine Milizen einquartiert, so wie ich es sehe. Aber ist es sehr schlimm? Was sagt der Chat? Oder gibt es auch Leute, die alle sagen... Alle mit 4K-Bildschirm haben Zugang. Ah, wunderbar. Also, jetzt sind wir in der Feudalzeit für Donny auch. Donny ist in der Feudalzeit. Die Frage ist, was macht er? So wie es aussieht, noch kein Stall kommt jetzt. Könnte natürlich auch eine Fast-Castle-Entwicklung werden mit 21 Pop. Bisschen wenig. Die kommen vielleicht schon viel auf Aggression. Holz, ne? Also, er wird auf jeden Fall auf Schützen gehen. Aber er ist noch nicht auf Gold. Er ist aber noch nicht auf Gold. Ach nee, warte mal, rot ist ja Donny. Rot ist Donny. Hier, das ist hier ist Donny und er ist noch nicht auf Gold gegangen. Ah nee, dann nicht. Das heißt, vielleicht. Oh, jetzt kommen die Speer. Jetzt kommen die berittenen Speer. Will er da auf Bloodlines gehen vielleicht? Bloodlines 100 Gold, das ist schon happig. Das kann man sich nicht so oft leisten. Vielleicht will er es machen. Die Idee ist nicht so schlecht, aber berittene Speer machen halt auch kaum Schaden. Und wenn Marco hier einfach 3-4 Mal Loom hochballert, dann ist er da auch durch. Ich glaube nicht, dass das allzu viel Schaden macht. Wie viele Punkte hat Donny? Ich nehme jetzt die Bildschirmlupe. Also, er stochert hier schon ein bisschen, da werden einige Briten schwer, aber die Schmiede kommt nicht, Donny. Wo ist die Schmiede? Jetzt kommt die Schmiede. Und die Frage ist, wie viele Entwicklungen wartet er jetzt ab? Rennt er einfach rüber ohne Entwicklungen? Weil ich vergessen habe, dass ich es schon gemacht habe. Und es ist immer noch. Ich meine, selbst wenn er damit in die Base kommt, Marco ballert einfach 4-5 Mal Loom hinterher und ist mehr oder weniger immun. Und jeder Dorfbewohner macht seine, macht die Speer kaputt, weil Loom ist immer billiger als die Schmiede-Upgrades und deswegen wird das langfristig nicht funktionieren. Außer Donny schafft es jetzt halt in den ersten Sekunden eine Schockwirkung zu erreichen. Und es macht sich jetzt hier indirekt auf den Weg. Kommt jetzt, guck mal, wie viel man sehen kann. Das ist ja richtig gut. Die ganzen Manöver kann man hier wunderbar sehen. Ich finde es großartig, mittlerweile mit 4 Scouts, wir schauen mal, ob er hier schon die Upgrades hochgeht. Man kann das gar nicht sehen, wenn man die upgradet, oder? Nee. Aber wir sind ja auf ihm eigentlich. Ja. Aber nee, da hätten wir, das wäre schon mit Wubli gewesen, wo du direkt siehst, was sie da entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Wubli, ich wäre auch für Wubli, aber wir haben leider immer noch dieses Delay-Problem, deswegen geht das momentan nicht. Aber hier der erste Kampf. Marco ist bei Loom auch noch jetzt bei 4 und 8, also mittlerweile 4 Rüstungen für Loom. Da kriegen die Scouts überhaupt gar nichts mehr. Okay, ist noch nicht viel passiert, er zieht sich wieder zurück. Haben wir hier Bloodlines? Weißt du, was du machen willst, ich glaube, wir haben noch keine Bloodlines bei 5. 45. Haben wir Kontaktlinsen für Mara? Ich stelle immer die Fragen an dich, damit ich nicht selber gucken muss. Ich habe sie damals im Sandkasten vergraben, da bleibt sie auch.
Also Donny investiert hier schon viel, während Marco mit 2 Schießanlagen, wir haben hier schon einen Bogenschützen ohne Upgrades momentan. Marco hat auch noch keine Schmiede, die kommt jetzt erst hinterher. Den holt er sich doch jetzt. Nee, was hat er denn da schon alles drauf? Gar nichts, überhaupt nichts. Da gibt es ein bisschen Gemützel, aber da wird Donny siegen. Und Marco gibt Donny hier die Möglichkeit, doch noch ein bisschen Profit aus seinen Scouts zu schlagen. Ist für mich ein bisschen fahrlässig, ehrlich gesagt. Das sieht man von Marco eigentlich eher selten. Marco geht es aber auch auf Gold, hat die 2 Schützen drauf, wird jetzt wahrscheinlich Fletching pumpen. Und wir dürften wahrscheinlich jetzt einiges an Schützen erwarten. Dagegen hat Donny momentan nicht so viel. Ja. Donny weit entfernt, auch von der Ritterzeit, hat hier kaum 100 Nahrung. Also das wird jetzt erstmal in der Feudalzeit bleiben bei den Scouts. Aber Donny, da kommen keine Upgrades. Naja, was will er auch jetzt hier großartig machen mit 4 Stück? Ja, und egal wie viele upgraded, die Dorfbewohner sind immer krasser. Ja. Und er hat mittlerweile schon 85 HP und 4 Nahkampfrüstung. Also die Scouts, das bringt hier gar nichts mehr. Und währenddessen hat Marco schon die ersten Bogenschützen dabei. Donny jetzt mittlerweile mit 5 auch auf Gold. Also langfristig will er dann doch die Ritterzeit sich holen. Wer bereit, aber die 800 Nahrung. Erst bei 200 mit 43 Pop, Marco bei 29. Was hat er denn gemacht? Aber erst 17 nach. Nee, das ist jetzt Donny. Das ist Marco. Marco hat sehr viel Holz, aber sonst nichts. Er hat wahrscheinlich die ganze Zeit entwickelt hier, Webstuhl. Ich glaube, Marco geht komplett auf Feudalzeit. Geht einfach nur auf Schützen. Ich würde mal nur interessieren, wie viele Upgrades der schon hat. Das kann man hier noch nicht sehen momentan. Nee. Aber sehen wir, sobald die rauskommen. Es sind hier aber schon. Ja. Ja, nee, wir sehen keine Möglichkeit. Falls ihr wisst, wie, ja, aber ich glaube, momentan haben wir es nicht. Ich glaube, es geht nicht. Oder man müsste raus in den Windows irgendwas umstellen, aber ist, glaube ich, auch nicht so geil, oder? Ja, gut, aber wir wollen jetzt nicht so reinzoomen. Also, ich finde es tatsächlich gut, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier keine fiesen Kommentare. Für ein Spiel reicht es auch. Aber ich glaube, ihr werdet es uns noch danken. Denn sobald er erstmal 12-mal Fletching auf seinen Bogenschützen hat, brauchen wir diese Sicht. Dann müssen wir von ganz oben von der Garde jeden Ball verfolgen. So. Markus, und Donny hat seine Aggression komplett eingestellt. Will da also überhaupt nicht fortführen, währenddessen Marco nicht im Ansatz auf dem Weg zur Ritterzeit. Donny allerdings 300 Nahrung, also auch Donny schafft den Schritt noch nicht so vehement, wie er es vielleicht möchte. Wir wissen momentan, ich schau mal kurz nach, was er für Upgrades hat. Keine Upgrades auf seinen Scouts. Ich weiß nicht, was da die Idee ist. Jetzt die 2. Schießanlage von Donny, der hier vielleicht als Verteidigung jetzt Plänkler bauen will. Mhm. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach in die Ritterzeit taggt. Du hast in der Ritterzeit so viele Möglichkeiten. Aber momentan. Wie sieht es denn bei Marco aus? Zweite Schmiede bei Marco. Er hat jetzt leider keinen Archer auf der Map, sodass wir momentan nicht wissen. Hier eine Dorfbewohnerin von Marco. Was passiert denn hier? Ich meine, seine Dorfbewohnerin ist nahezu unverwundbar mit 115 HP. Also, ich glaube, die Dorfbewohnerin kann alleine einfach Donnys Base. Sie macht einfach Reddit alles kaputt. Sie macht halt leider keinen Schaden, aber sie ist nicht tot zu kriegen. Also, gute Idee von Marco, sie hier als Scout einfach einzusetzen. Ja. Weil Donny kriegt ihn nicht kaputt und er wird immer sehen, welche Militäreinheiten Donny gerade hat. Gute Idee hier von Marco. Jetzt kommt der Scout noch zur Verstärkung, aber da, der ist ganz normal, ne? Ja, Donny hat auch ein einziges Loom hier erst. Also, die ganze Recherche, die er die letzte Woche in Loom gesteckt hat, gipfelt nicht in einer Euphorie, diese Entwicklung hier oft zu entwickeln, aber die Kaserne, langsam fällt sie. Da braucht man schon gute Augen, um das zu sehen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, sobald Flammen zu sehen sind. Währenddessen Marco mit 2 Schmieden. Donny hat nur eine, oder? Ja. Donny hat momentan nur eine. Ich glaube, Marcos Idee ist einfach, er pumpt. Und jetzt die Ritterzeit hier von Donny. Und ich glaube, das ist nicht so schlecht. Weil Marco währenddessen. Ja. Er hat super viel Holz, könnte auch mal ein bisschen. Und er hat 7 Bogenschützen, selbst was wenn er die super ab. Ich glaube, er gradet einfach knallhart die. Ja, die Befiederung wird er entwickelt. Was ist denn mit Marco los? Er ist Haust? Ist das der Marco Giesel, den wir großgezogen haben, Mara? Was ist los mit ihm? Vor allem könnte er 1000 Häuser bauen mit seinem ganzen Holz, aber. Es funktioniert. Donny hat momentan nichts, was diese wütende Dorfbewohnerin hier aufhalten könnte. Gar nichts. Und die Kaserne wird früher oder später einfach fallen. Aber wir schauen hier die Upgrades. Er macht auch gar nichts dagegen. Irgendwie mal gegen reparieren und so. Denkt sie einfach auch. Ich glaube, er will nicht zeigen, welche Armee er hat, denn er hat momentan gar keine. Nichts. Und ich glaube, er will nicht, dass Marco das weiß. Jetzt kommt hier so ein bisschen Upgrade. Donny mittlerweile
Ist hier hinten offen? Noch nicht in der Ritterzeit. Nee. Nein, guck mal, das macht er doch. Aber jetzt hier wahnsinnig viele auf Gold. Will er hier schnell in die Imperialzeit? Will er schnell zu seinen Superiority und super krasse Dorfwohner? Und wenn ja, warum hat er da noch kein Loom? Also warum ballert er da nicht Loom? Das ist immer alles ein Rätsel, warum er auch wirklich überhaupt gar keine Einheiten irgendwie... Währenddessen, die Kaserne wird repariert. Sie wird momentan repariert. Der hat 10 Nahrung dabei, der hat ein schönes Pausenbrot mit in der Tasche und der kann lange durchhalten. Und Donny jetzt kurz vor der Ritterzeit. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn er hier in die Ritterzeit kommt? Kommen die CCs? Kommt der Boom? Kommt die Burg? Er ist noch nicht auf Stein. Geht's jetzt langsam? Er hat wahnsinnig viel auf Gold. Also, ich kann mir das noch nicht ganz erklären, wo die Reise hingehen soll. Vielleicht Ritter. Vielleicht Ritter. Ja, komm, jetzt kommt der Ritter und jetzt kommen auch die Upgrades. Schmiedekunst ist schon dabei. Hat er, glaube ich, schon ein paar. Wir werden gleich beim Ritter sehen, wie weit es fortgeschritten ist. Die Frage ist, ob Markus Bogenschützen... Oh, ist er gerade da reingeritten einfach mit dem Scout? Ah, ja, irgendwo ist er offen. Und offen. Hier kommen weitere Dorfbewohner von Marco. Oh, jetzt wird das ein Tower Rush? Nee, er greift einfach knallhart an. Die Kaserne muss er weg. Sieht die Macht und jetzt können wir es hier sehen. Ah, plus 2. Also die Ritter auch noch nicht so furchteinflößend. Ich glaube, das ist fast ein fairer Kampf, ehrlich gesagt, gegen die Dorfbewohner hier. Haben sie 130 Leben? Warum geht er denn nicht auf das Haus, frage ich mich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber Donny hier... Und jetzt kommt hier der Marktplatz. Marco noch nicht in der Ritterzeit. Und Donny pumpt Ritter auf jeden Fall, aber nur Schmiedekunst. Braucht jetzt hier ein Mittel, um diese Dorfbewohnerplage abzuwehren. Die durch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie dieser Kampf aussieht. Komm, mal schauen. Es könnte tatsächlich knapp werden. Ah, der kriegt schon Schaden. Da geht schon Schaden, ja, beim Dorfbewohner. Da geht schon was. Oder? Na, für eine Stunde sind wir ja durch hier mit den 4 Dorfbewohnern. 120. Ja, also. Das kriegt er schon weg. Es sind noch 4. Sind schon es nicht, dauert eine Weile. Wir sind schon nicht unverwundbar. Aber er kämpft mittlerweile auch gegen den Ritter hier, glaube ich. Aber der kriegt keinen Schaden. Die machen halt einfach keinen Schaden. Das ist das Problem bei Dorfbewohnern ohne Supremacy. Die halten aber wahnsinnig viel aus, also die machen halt keinen Schaden. Außer, man ist so clever und holt sich hier wie heißt es? Brandstiftung. Brand, was? Nee, Brandstiftung geht auf Infanterie. Ich meine die hier, Sapeure. Sapeure, die Schaufel. Die Sapeure. Wenn du in der Burg die Schaufel entwickelst, dann machen die viel Schaden gegen Gebäude und dann reißt du sowas einfach mal an. Marco mittlerweile auch auf dem Weg in die Ritterzeit und hat jetzt hier seine Bogenschützen und da schauen wir uns mal an. Plus 6, also 6-mal Fletching hat er mittlerweile entwickelt. Da kommt wahrscheinlich direkt Armbrustschützen auch hinterher. Und Marco hier konstant Befiederung, das ist natürlich großartig. Er baut sich hier einen Vorsprung auf, den Donny nur schwer einholen dürfte. Jetzt kommt hier der Sneaky-Angriff. Wir haben jetzt hier 6 Ritter. Und schon sehr viele Bogenschützen. Aber was haben sie? 11 Schaden gegen Rüstung. Donny entwickelt auch keine Rüstung. Ist momentan nur bei Schmiedekunst dabei. Kostet auch nur Nahrung. Auch Hälfte Ritterzeit ist auch schon, wenn da dann gleich die Armbrust... Und jetzt können wir mal sehen, wie verheerend hier die Bogenschützen sind gegen die Ritter. Und keine Ballistik. Und wir sehen... Oh, guckt euch die Reichweite an, mein Gott. Da. Jetzt muss ich da nochmal umschalten, was immer dumm ist. So, jetzt sehen wir hier, na, ich glaube, wenn er trifft, ist es verheerend, aber momentan trifft er halt noch nicht. Die Reichweite wird dir hier auch ein bisschen zum Verhängnis, weil die Pfeile sind halt eine halbe Stunde in der Luft und währenddessen reitet halt auch das langsamste Pferd von dann. Aber Donny zieht ab in freundlicher Mission, sagt sich, gut, wir haben uns dann mal die Armee angeschaut und das war nix und weiter geht's. Währenddessen also, stimmt, das Dorfzentrum hat dann natürlich auch bessere Pfeile, ne, wenn du da die ganzen Pfeil-Upgrades draufgehauen hast. Richtig, und mittlerweile hier bei Marco 8-mal Fletching und er greift an. Und die Frage ist, was kann Donny hier dagegen? Entwickelt jetzt auch die Schuppenpanzer das erste Mal und Marco in der Ritterzeit. Leider auch immer noch eine Schmiede. Ich glaube, Marco wird hier gleich die Armbrustschützen nachlegen und dann wird's ekelhaft. Dann wird's ekelhaft für Donny. Aber wir sehen hier, da trifft halt leider gar nichts. Da trifft halt nichts, Freunde. Ist jetzt auch. Ach nee, ist noch nicht Ritterzeit, oder? Ab und zu. Der eine oder andere trifft. Hier und da mal. Der Wolf hier gefangen in einem Spiel, das er nicht versteht. Und jetzt die Armbrustschützen hier für Marco. Aha. Und ob er diesen Ball überhaupt aufhalten kann, ist die Frage. Mit seinen Rittern, er hätte halt... Wie schnell er dann Villager mitkillt. Er hätte halt natürlich... Oh, die Reichweite! Oh, da fällt der Erste. Die haben natürlich jetzt auch diese... Gefährliche Feldarbeit, denn Donny hat kein... Ich glaube... zweimal Loom hat er mittlerweile. Zweimal Loom, das ist natürlich gar nichts gegen dieses 11-fache Fletching hier von Marco. Man muss nicht mal in die Base rein, er kann sich einfach davor stellen und schießen. Ja, das, ich weiß nicht, was Donny dagegen machen soll. Die Ritter werden auch nicht zurückgezogen.
Und Donny verliert hier alles. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das hier aus der Perspektive von Marco aussieht. Denn man hat natürlich hier auch eine sehr hohe Sichtweite. Die hat er sich auch erhöht, oder? Genau, die wird automatisch, glaube ich. Nee, stimmt, die wird nicht erhöht. Also die hat er sich noch höher gemacht. Wie wird die erhöht? Durch Feldwache? Durch Flammenwache? Wie heißt das? Feuerwache. Stadtwache. Stadtwache. Feuerwache finde ich auch nicht schlecht. Und ich, diese stoische Bäuerin, die hier einfach weitermacht, kostet es mal. Und da jetzt die Ritter kommt kommen danach. Die Frage ist, wie viel Schaden können sie machen, bevor die sich hier umdrehen? Die Reichweite hilft ihnen hier nichts, aber da kommt gut Schaden ran auf jeden Fall. Marco, passt nicht auf, aber One-Shot hier auf jeden Ritter. Und so viel hat er dann doch nicht. Da fallen einige Armbrustschützen, aber ist es genug? Donny produziert auch nicht nach, ja, leider. Nee, und mittlerweile alle down. Das sieht schlecht aus. Er konnte ein paar ausschalten, aber nicht genug. Und das TC fällt. Eieieiei, das TC kriegt richtig Schaden. Wie viel Schaden macht es denn gegen TC? Krass. Trotz Eisenspitzen, die ja, wie wir wissen, kaum Schaden machen, im Gegensatz zu Obsidianspitzen, Obsidian geworden. Aber das CC ist auch. Ja, das ist jetzt, sieht jetzt eher schlecht aus. Was macht denn Donny jetzt noch? Das sieht sehr schlecht aus für Donny. Und da ist es GG. Ja. GG. GG von Donny. GG. Loom, Donny! Loom! Loom, Donny! Loom! Wo war Loom? Das ist dein Thema, Donny. Wo war Loom? Ich weiß es nicht. Wir hören auch leider Donny. Wir hören ihn auch nicht. Ich habe das Gefühl, der Marco hat alles gemacht irgendwie. Die starken Villager, dann die Reichweite. Wie hast du denn das gemacht so schnell? Ich hab eigentlich, war eigentlich mega langsam. Wie so ein alter Mensch. So, ich habe hab ganz normal Wirtschaft gemacht, einfach bis normal so Ritterzeit. Hast du die Wirtschaftsupgrade mehrmals gemacht? Ja. Ja, die habe ich zum Beispiel. Nö, die habe ich auch erst spät gemacht, deswegen war ich erst hinter dir, was der Ritterzeit angeht. Und dann habe ich die irgendwann nachträglich so immer wieder gemacht. Ja, und dann halt zwei Ich hatte ja gar keine Chance, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Du hast irgendwie 500 KP-Villager und dann diese Reichweite. Ich weiß nicht, da gar keine Chance, weiß nicht. Was hätte ich machen sollen? Mehr Loom? Komm, kann ich noch eins gegen dich, das Rematch? Ja, komm, klar. Ich brauche einen Plan. Es ist schon ein bisschen ironisch, dass gerade Loom Donny hier das Spiel gekostet hat, leider. Aber damit hätte er viel zurückholen können. Aber die Villager waren allgemein trotzdem noch so schwach. Also ich habe schon immer wieder Loom gemacht. Und es war halt echt Kraut und Rüben, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe einen Reh getötet, also mit meinem TC. Ja. So, na gut. Und dann immer mal wieder so, oh, TC Idle. Und dann, ja, T2. Eigentlich hätte ich gar nicht Ritterzeit machen müssen, ist mir aufgefallen, aber Darf ich mal fragen, Donny, was war denn dein Langzeitplan? Hattest genau, du eine Idee? Das ist eine sehr gute Frage. Der hat ganz einfach. Komplett. Also habe ich einfach nicht gehabt. Ich dachte so, ich lasse mal auf mich zukommen und guck mal, was mir so gefällt. So. was natürlich völliger Quatsch ist. Ich habe einfach normalen Aufbau gemacht. Man ist ja so gewohnt einfach. Und ich glaube im Nachhinein, deswegen will ich unbedingt ein Rematch. Ich glaube, es ist schlauer, wenn man eben erstens früher mehrere Schmieden baut und ich habe alles von allem ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich habe wirklich, glaube mehrfach Mühlen-Upgrade gemacht, mehrfach Holz-Upgrade, mehrfach Mining Camp Gold. Habe ich auch, ja. Und aber auch, dann hatte ich, meine Idee war dann zwischendrin, okay, ich mache jetzt, gehe jetzt auf Ritter, sozusagen, gib den super viel HP. Ja. Das war mein Ding. Ich habe dieses Defensiv-Upgrade, das erste habe ich, glaube ich, 5-mal gemacht. Und dann dachte ich, ich kann deine Archer, weil du hast ja Archer gebaut, dachte ich mir so, hey, gegen Archer ist doch gut, wenn man defensiv upgrades. Ja, wenn sie 18 du hast Attack haben. Gemacht. Genau, das ist halt noch krasseres Schach hier. 18 Angriff und 18 Reichweite. Dann kommen die Ritter an und sind, naja. Es ist halt noch krasseres, nicht Schach, sondern noch krasseres Schere Stein Papier, ne? Weil man wirklich, wenn du Attack hast, brauchst du was mit super viel Defense. Was war das denn? Was war das? Nein, es gibt mehrere Varianten auch in dem Modus. Das ist halt witzig. Du kannst eben, wie du schon erst geahnt hast, Villager Rush machen die ganze Zeit und nervst damit den Gegner. Dafür musst du aber, eigentlich brauchst du dafür ein zweites, drittes TC, dass es halt richtig geil wird, aber. Also Scouts gehen war natürlich völliger Quatsch. Das war nur Gewohnheit. Dachte mir, okay, ich kann ja, und dann siehst du den einen Villager mit 150 AP, denkst schon, ja, der Scout, oder 88, 85 hat schon gereicht. Ja. Da bringt der Scout wahrscheinlich gar nichts. Ja, der hat halt 7 Rüstung. Ich würde es gerne noch mal versuchen. Ja, gerne. Einfach. Machst du noch mal auf? Ja, aber. Klingt wie Rematch. Versuch uns einfach. Das müssen wir ganz kurz sagen. Wollen wir ganz kurz? Wir hatten jetzt das Problem, dass unsere Sicht sehr stark rausgezoomt war. Könnt ihr das in der Lobby ändern oder wo wird das geändert? Wie eure Sicht ist rausgezoomt? Ja, das machst du bei dir bei den Einstellungen. Das hat ja an dem Client, den du hast, was zu tun, solche Einstellungen. Da gehst du dann auf Optionen. Im Hauptmenü? Aber was, hattest du ein Auge auf den Chat? Das musst du im Desktop einstellen. Ja, oder gab es Leute, die es gelobt haben? Ja. Also ihr müsst eure... Warum sagst du das so? Die mit dem 4K-Monitor halt. Ja.
die einen Fernseher zu Hause haben. Ihr müsst die Anzeigeeinstellung. Okay, wenn ich das Florentin erkläre, ist das. Ich glaube, ich habe technisch nicht möglich. Ich habe einen Vorschlag, Marco. Du, ich habe damit kein Problem. Ich fand's super. Ich habe einen Spontanvorschlag. Ich habe gerade ein bisschen auf den Chat geschrieben. Ja. Spontanvorschlag. Jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Du rennst rüber, machst das und Florentin macht das One-on-One gegen mich im Dingsmod. Oh! Florentin. Weil das wird jetzt hier mehrfach verlangt, dass Florentin gegen mich die zweite Runde... Oh, das finde ich auch interessant. Florentin, und dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Florentin, hättest du darauf Bock? Worauf? Wir hören Donny leider nicht, hier aber rüber, kannst du mal wiederholen? Florentin, du kommst hier rüber und spielst dann 1 gegen 1 im 256-Mod gegen Donny. Ich kommentiere und stelle da drüben die Anzeigeeinstellung. Gerne, machen wir. Oh, sehr geil, dann gehen wir ganz kurz in die Werbung und sind mega geil zurück. In wenigen Minuten. Hey, herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires. Wir stehen kurz vor dem, nicht eine Revanche, sondern eine Konstellation, die wir noch nie gespielt haben. Das ist ein Quatschspiel, das zählt nicht rein. Das ist ein komplettes Quatschspiel. Wir spielen nämlich die 256 Upgrade-Mod, wo man jede Technologie 256 mal upgraden kann. Und ich bin sehr gespannt und muss ganz kurz mal meine Hotkeys testen. Aber ja, ich kann gerne die Moderation weiter übernehmen, während du deine Hotkeys einstellst. Nein! Oh. Marco! Guck mal. Warum gehen meine Hotkeys nicht? Im Ernst, Mann. Du sagst immer, das ist alles kein Problem. Ja, und du musst das halt einmal einstellen. Ich sag dir das tausendmal, was du machen musst. Und Nein, Marco, im Ernst. Ich saß hier am Anfang der Sendung und es ging. Und jetzt spielst du hier einmal und es geht einfach nicht mehr. Und ich kann nicht mehr tun, als doch, am Anfang der Sendung tun, indem hier hinsetzen du eine Einstellung und es machst, die ich dir gesagt habe und dir immer wieder sage, dass du die im Steam einstellen sollst, dass deine Einstellung in die Cloud hochgeladen wird und dann immer, wenn du dich einloggst, es heruntergeladen wird. Natürlich mache ich das bei meinem Account genauso. Aber konstruktiver Vorschlag, Technik-Donny, pass auf. Ja, ich stelle jetzt ein. Nee, Technik-Donny kommt zur Rettung. Dauert 5 Minuten. Du musst nur diesen Häkchen machen bei Daten aus der Cloud richtig laden. Und dann kommen die wieder. Das muss, aber Donny, das ist halt Donny, der Witz, das habe ich ihm ja schon tausendmal gesagt. Genau. Aber ich zeig's ihm kurz. Das muss er auch zu Hause machen, dass seine Daten überhaupt erst hochgeladen werden. Und dann das meinte ich ja. Dieser Junge, das ist unfassbar, dass das immer noch nicht klappt. So, dann start das ist unfassbar. Eigentlich müsste er jetzt klappt das bei dir? Ja. Bei mir klappt es auch. Bei Donny klappt es auch. Nur bei unseren Lümmelflohen-Team klappt es wieder nicht. Dass er das runterlädt. So, ich jetzt sitzen wir hier. Okay. Dauert das ist nicht so lange? Nee, es geht. Das dauert nicht lang. Ja, ist ja eh nur für ein Quatschspiel. Aber ich kann den Ärger von Florentin schon verstehen. Klar, es ist ein bisschen nervig mit diesem Überschreiben und da muss ich ihm auch in die Bresche springen. Theoretisch müsste es immer funktionieren, wie Marco es schon sagt. Aber tatsächlich, manchmal funktioniert das nicht so richtig gut mit dieser Cloud. Na, das Ding ist halt, das meinte ich ja, du musst zu Hause das ja auch aktivieren mit deinem... Ey, die Schulnote ist ja wohl... Also, Leute. Was hast du denn? Ich seh's nicht ganz. Alter. Also, es ist... Oh, warte, pass auf. Es ist... Ich werde mich null rechtfertigen. Ich werde nichts... Ich sag's, es ist genau wie in der Schule damals. Es ist genau wie in der Schule. Und so waren die Lehrerkonferenzen, wenn es aber um die Frage ging, schmeißen wir doch nicht von der Schule. Ist das insgesamt eine Aufteilung deiner Noten aus der Schulzeit? Also... Dankeschön für alle, die mir eine 1 gegeben haben. Ja. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die mir eine 4 oder eine 5 gegeben haben. Ich bin auch nicht so zufrieden damit. Aber hey... Ich habe mir Mühe gegeben. Das machst du das nächste Mal besser. So, beim nächsten Vortrag im Sommer dann, wo Mara dann auch ihren Vortrag hält über die Wikinger. So, während Florentin einstellt, können wir doch mal ein bisschen nonchalant überbrücken, Marco, du und ich. Sag mir doch mal, du bist ja theoretisch besser versiert in dem Spiel. Theoretisch? aber nur in der Theorie. Theoretisch? Ich meinte in der Theorie. Ja. Was würdest du denn sagen generell? Ich habe Florentin auch schon gefragt. Er hat sich ja ganz gut angestellt gegen dich im 256-Mod, finde ich. Mein Problem gerade, und die Frage geht dahin, auf was sollte man sich denn konzentrieren, deiner Meinung nach? Man hat ja viele Wirtschaftsupgrades, die schlucken natürlich Geld, deswegen dauert es länger, bis die Wirtschaft in Schwung kommt. Wenn man aber diese Wirtschaftsupgrades alle macht und die Wirtschaft in Schwung kommt, hat man natürlich eine krasse Wirtschaft und kann dann ballern. Oder man macht es wie du eben, glaube ich, eher offensiv spielen und dann nur auf die militärischen Upgrades. Was glaubst du, was ist da schlauer? Das Ding ist halt zum Beispiel, was ich auch falsch gemacht habe, Brustgeschirr zum Beispiel entwickeln, ist... So brauchst du nicht, also die Felder haben ja genug Nahrung. Das habe ich 6-mal gemacht. Ja, was halt mehr Sinn macht, ist halt doppelschneidige Axt und Goldbau oder Steinbau, was halt alles nochmal beschleunigt um 15%. Okay. Brustgeschirr ist halt kein Geschwindigkeitsupgrade, sondern sagt ja nur aus, dass du jetzt mehr Food auf dem Feld hast, was aber nichts wirklich bringt. Also deswegen eher auf doppelschneidige Axt, Goldbergbau und dann Vollgas. Nahrungsprobleme wirst du halt dann erst später lösen können.
Wenn die Leute, wenn deine Dorfbewohner mehr tragen können zum Beispiel, also Schubkarre wäre was, schwerer Flug ist da ein bisschen was. Aber wie gesagt, es macht halt, die ganzen Nahrungsgeschichten sind da eher mäßig. Deswegen finde ich es halt immer charmanter, dann die Upgrade zu nutzen, die Geschwindigkeit machen, also Holz und Gold. Und das sagt dann einfach sofort aus, du gehst auf Bogenschützen. Das ist charmanter, ja. So kann man okay, ich bin bereit. Wow! Mara, 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 Mara. Das ja. Spiel ist eröffnet von Mara. WF Florentin, kannst du bitte rot nehmen? Ja, nö, ich hab einfach. Danke. Das ist ja Maras Account, da freue ich mich. Gelb. Okay, gelb. Ach, das gibt's doch. Der darf wieder den hier wieder will. Ah, ich verklick mich da immer, da muss ich das einmal mal durchgehen. Okay, alles klar. Wir labern nicht lang rum. Wir machen random, okay? No, random. Wir machen random, richtig, full on Quatsch. Full Quatsch? Ja. Ey, full 100% Quatsch. Musst du doch einstellen. Let's go, HF. Was einstellen? Wenn das der richtige Quatsch sein soll. Ja, wenn wir noch random Map machen, dann wird es aber hier richtig. Oh, die Auflösung ist ja echt interessant. Aber wir sehen ein bisschen mehr. Ich habe nur zwei Dorfbewohner. Es fängt schon gut an. Also es tut mir ein bisschen leid auch hier für die Quatschauflösung, währenddessen die beiden sich halt sehr gut verstehen. Wir haben die Goten gegen die Japaner. Bei mir meinst du? So. Bei mir. Mara, deine Analyse bitte. So, ja, wir haben einmal die Goten. Was waren die Japaner nochmal? Die Japaner. Schiffe? Ja, ja. Da bauen wir da hinten einfach zwei Kanonenschiffe rein, dann schießen die über die ganze Karte und fertig. Ja. Ich sag dir, da brauchst du kein Kanonenschiff, da brauchst du eine normale Galeere, machst 200 Mal dein Pfeil-Upgrade und dann ist hier Feierabend, mein Fräulein. So, tschüss. Ja, aber hier, stell dir mal vor, du machst da noch eine Reuse rein. Und jetzt muss ich mal überlegen. Brauchen wir nur eine? Wenn die Reuse. Ach nee, es gibt ja nicht das Fischernetz. Fischernetz kam ja erst mit Forgotten, glaube ich. Und Fischernetz wäre so geil, wenn du da eine Reuse reinballerst. Brauchst du keinen Dorfbewohner. Hey, in 2 Wochen stehen wir auf dem Feld und bauen Triborg und müssen zusammen einen Hammer teilen. Ich freue mich drauf. Nee, jetzt und wie schön wäre das? Das wäre doch ein schöner Ausflug. Was mich jetzt gerade interessiert. Müssen wir auch wieder mal privat ein bisschen mehr nähern. Ja, unbedingt. Ey. Wir haben uns echt verloren. Wir haben uns echt verloren. Was mich interessiert, wenn du einen Triborg hast, ne? Später. Mhm. Also bis dahin wird es eh nicht gehen. Aber wenn du einen Triborg hast, der wird ja von Chemie beeinflusst. So, und wenn du jetzt 10, 20 Mal Chemie machst, dann kriegt der immer einen Plusangriff, aber auch einen Plusreichweite, glaube ich. Also steht da hinten irgendwo ein Triborg, feuert aufs Town Center, muss ja nur den Scout hinschicken einmal, dann sieht er das Town Center, klickst einmal rauf, tot. Ja, aber es dauert halt alles so lange. Ja, deswegen, Archer, super. Wir hatten auch gedacht, hört man uns jetzt immer beide, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Aber wir, die reden ja wie ein Wasserfall jetzt gerade. Die sollen sich mal konzentrieren, die Jungs. Aber ich glaube, die sind gleich im Tunnel. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Aber bald sind sie im Tunnel. Ich hoffe, man hat... Keine Rede, ich baue jetzt Infanterie. Ich hab die guten Helden. Ich hoffe, man hat sie gehört. Kann man auch drüber reden über den Text. Ich hoffe, man hat sie gehört. Oh, ich glaube, man hört beides. Archer mit 30 Mal Fletching ist viel besser. Ja, finde ich auch. Also das ist halt, deswegen habe ich auch gesagt, Archer bauen. Und dann hast du ja gesehen, wie schnell das Town Center down war. So Feierabend. Kannst aber auch Scouts bauen. Geht auch. Musst dich nur committen. Problem ist halt, wie ich schon gesagt habe, du hast am Anfang keine Nahrungsupgrades, die schnelle Nahrung bearbeiten lassen. Außer hast du zum Beispiel sowas wie Mongole. Und du hast Chinesen genommen wegen den Technologien? Ja. Die sind günstiger. Felder sind günstiger. Also nicht günstiger, weniger mehr Nahrung. Man hört alles. Okay, dann müssen wir ein bisschen. Dann müssen wir ein bisschen ruhiger sein, weil die klar, ausnahmsweise sind ja hier komplett. Gerade Florentin hat wieder. Also das mit den Hotkeys. Das werde ich ja nie vergessen. Das werde ich immer wieder. Ich werde nicht müde, den Jungen hier zur Rechenschaft zu ziehen, wenn der vergisst, die Einstellung zu übernehmen, die ich ihm immer wieder mitgebe. Und da ist auch irgendwann mal hier Schluss. Das wird nichts. Da wird sich benommen. Oh, mein Handy. Entschuldigung, mach du kurz weiter, ne? Sie sind. Mach jetzt mal dein Handy aus, das die ganze Zeit rum. Jetzt sei hier nicht so. Wie? Was liest du denn da? Warum liest du denn da den Chat, wenn der Chat auch da ist? Ich verstehe das immer nicht bei dir. Das sind halt 5. Das ist noch nicht mal Meter weit weg. Aber hier sieht man doch die Augen. Diese kleinen Augen, die da. Das ist halt so mein. Oh, hier da? Sieht man doch viel mehr. Mach du mal lieber hier deine. Ja, hier ist doch noch nichts. Das ist doch. Guck mal, ich flohe und hat fast einen Will verloren. Habt ihr mein Godlike Micro gesehen beim Borlör? Wahrscheinlich wird es jetzt sein. Ihr guckt doch echt nur Fernsehen. Genau, aber du hast ein Reh abgeschossen. Ja, das seht ihr wieder. Ich glaube, das haben wir auch nicht gesehen. Hey, was habt ihr denn überhaupt gesehen? Nein, siehst du doch hier, man sieht nichts. Man sieht alles, also du siehst nichts. Ja,
Klick mal eine Sache an. Nur menschlich. Ja. Ja, drei. Da steht 3 und 25. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich kauf dir eine Brille. Ey, ich kauf dir eine Brille. Ich kauf dir. Nee, ich kauf dir ein Fernglas. So was. Nee, ich möchte so ein Monokel haben. Ja, das kauf ich. Bitte, Leute, Chat, spendet jetzt Geld, dass wir Mara ein großes Monokel kaufen. Und auch so eine Taschenuhr. Das möchte ich. Ne, eine Taschenuhr mit einem ganz, ganz kleinen Ziffernblatt. Das kriegst du, ja. So, dass ich dann immer. Oh Gott, ja, eine Brille von der Tanke. Ja, mach mal hier was Vernünftiges. Was soll ich denn Vernünftiges machen? Guck dir das mal an. Das, wenn wir schon bei was Unvernünftigen sind. Hallo, du sollst hier auf Zack sein. Gar nicht mehr ohne Wasser. Guck dir das an. Wo ich bin denn? Auf Zack. Eine Wasserratte geworden. Ach, ey. Marco ist schon ein bisschen anstrengend heute. Nee, nee, das ist nicht nur heute so. Ich wollte gerade sagen. Das ist ein ganzes Mal. Oh, oh. Oh, oh. Und da ist sie tot. Du rushst doch wieder. Ach, Jemini. Ich hab mein Rohr verkackt. Und da geht's wieder weg. Ach du, nein. Noch einer? Ey, es ist doch nicht sein Ernst. Du kannst hier 256 Mal Loom machen. Jetzt verliert er hier vielleicht. Und er verliert noch einen? Nee, nee, verliert er nicht. Das darf er nicht verlieren. Ey, oh Gott. Aber er vergisst auch ein bisschen, dass er Grote ist. Also okay, der Bohr liegt jetzt an. Vom Bohr verloren. Scheiße. Wie geht denn das? Wie geht denn das? War Mara noch immer nicht beim Optiker? Also. Unvermögen, ey. Wir raten mal mit, Mara. Was steht denn? Was steht denn da unten für eine Zahl? 900. Na gut. Eieiei. So, Florentin baut schon Felder. Felder zum Beispiel brauchst du auch noch nicht so früh bauen. Kostet halt alles Holz und am Anfang wird es noch viel Holz haben. Und ja, jetzt stehen erstmal so eine Idols rum. Gucken wir mal nach. Nein, jetzt nicht mehr. Ja gut, aber ist er denn schon ab? Auch nicht. Nö, hat doch. Welche Minute haben wir gerade, Mara? Minute 7. Hier oben steht die Zahl. Die Zeit. Was? 8:40. Ungefähr 8? So was unter 10. Ja, unter 10. Nee, aber. Florentin, Donny, doch, Florentin, hier erst mit dem zweiten Bohr um diese Zeit. Guck mal, das ist auch schon wieder so ein bisschen spät. Aber wie gesagt, in 256 Mod ist alles möglich. Und es war ja auch lange Zeit so, dass Donny vor mir war. Mhm. Punktetechnisch. Und ich dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, irgendwann, komm, ich bleib auf Archer. Die Idee von Donny wirkt nicht unbedingt neu, aber äußerst effizient, ist eine zweite Schmiede zu bauen. Ja. Und dann kannst du halt. Was ist denn das jetzt hier? Aber das war auch die ganze Zeit dein Vorteil, dass er das nicht gemacht hat. Er hat 3 Schmieden gehabt am Ende, habe ich gesehen. Was? Er hat oben dann 3 aber Schmieden. Aber erst spät gebaut. Also wahrscheinlich das. Aber wie gesagt, ich konnte dann die ganzen Upgrades hin und her feuern und ich hätte jetzt die Archer immer stärker gemacht und das ist halt im Minutentakt. Und das wäre, glaube ich. Die Schrift ist wirklich kacke klein. Ja, das. Wie gesagt, das tut uns leid, aber wir gucken uns auf jeden Fall an, dass wir dieses Problemchen beheben können. So, Webstuhl wird nochmal entwickelt bei Florentin. Hat jetzt das zweite Mal Webstuhl drin. Ich will die Mara-Brille. Oh, wäre das schön. Ne? Wenn du dann zu Hause sitzt, ein Buch liest, aber so eine Schriftgröße hast. Ja. Da will ich mir einfach so eine Lupe drüber machen, schon über das ganze Ding. Ja, wie beim Gameboy damals. Ja. Ja. Mit Lampe. Warum nicht? Ist das AOE für Ameisen? Ja, wie gesagt, wir wissen auch nicht ganz genau, woran es liegt. Die Auflösung auf dem Desktop ist auch 1920x1080, also ganz normal. Deswegen. Muss das jetzt sein? Was passiert? Ja, er hat da einmal auf seinen Scout gehauen mit dem TC. Also, das ist nicht schlimm. Und Donny, so sieht's aus. Na, das ist schon wieder Quatsch. Also, Donny, das ist doch schon wieder Quatsch. Ich meine, er kämpft gegen Dorfbewohner, die jetzt schon zweimal Webstuhl haben. Die sind jetzt schon stärker als all das Militär, was jetzt hier reinkommt über den Drush. Außer Donny will sofort eine Schmiede bauen. Nee, es ist auch super viel auf Gold. Dachte erst, jetzt geht er auf Archer. Naja, kommt da was in die Richtung? Schauen wir mal. Ja, nee, Schmiede. Also, das Problem ist, er hat, guck mal, ein Feld, 4 Leute auf Barrys und hier noch ein Idol rumstehen. Es ist zu wenig Nahrung, um diese Miliz hier stärker zu machen. Auch wenn die Schwertkämpfer werden, da gewinnt der Dorfbewohner hier, ne? Also, guck mal, 40 HP und 4 Angriff, 0 Rüstung. Aber geht der Florentin jetzt, gegen was macht er? Florentin, ja. Geht voll auf Loom, oder was? Ach, der geht nicht auf Loom. Der Walt, das ist. Das ist, ich meine, selbst in diesem Modus. Kann ich einfach die Walls so hoch entwickeln, dass man da gar nicht mehr durchkommt? Nee. Es gibt. Nee.
Kannst ja nicht. Es gibt ja zum Beispiel die Technologie befestigter Wall später. Ja. Aber das ist ja so eine Unique-Technologie, die du nur einmal machen kannst. Du kannst auch nicht zum Beispiel Elite-Shokunu mehrmals entwickeln. Ach so. Sondern auch nur einmal. So, siehst du, jetzt guck mal hier. 6 Angriff, 45 HP, 3 Angriff, 55 HP, aber 2 Rüstung. Da gewinnt der Dorfbewohner. Da gewinnt einfach der Dorfbewohner. So, Feierabend. Ja, und er geht auch sofort in den Angriff. So. Nee, doch nicht. Nee, was macht er denn? Ja. Wehr dich, Florentin, doch! Wehr dich! Nein, er läuft weg! Nein, ei, ei, ei! Ach, du liebes Lieschen! Ach, du liebes Lieschen! Oh, was macht eigentlich... Wir haben ja Irmchen, oder nee, weil Lieschen... Das musst du doch wissen! Weiß ich doch nicht, wie die alle heißen da. Wie heißt der? Ach Gott, oh Gott. Nee, aber er greift nicht an. Also er hält sie doch nicht für so stark, dass sie da das gewinnen kann. Oh, Architektur, das ist, oh, stimmt. Oh, du hast recht, Sagata. Das ist eine Technologie, die kannst du öfter entwickeln. Dann hast du unfassbar starke Gebäude, ja. Ja, jetzt macht das. Jetzt macht das und guck mal, ja. Wir kriegen hier auf den Sack. Ja, guck mal, hier der. Er microt ein bisschen. Guck mal, er hat jetzt 4-mal Loom. Und jetzt 85 HP. Ja, das ist einfach, ja. Das ist nix. Ja, er verliert den ersten Schwertkämpfer und ja, Donny macht nichts. Donny hat einen Markt gebaut. Donny hat sehr viel Gold. Donny hat ein bisschen Holz. Aber ja, das war's. Das kannst du übrigens auch so machen, ne? Dann machst du ganz viel auf Gold, Upgrades, holst dir ja, super viel Gold rein und kaufst dir den Rest ein. Mhm. Das geht auch. Aber ja, jetzt. Oh, guck mal hier. Du machst Schützen. Nicht Angriffsangriff. Ne, packt hier. Steht alle rum. Auf nicht angreifen. Na gut, Florentin. Geht auf Ritterzeit. Aber hat jetzt doch die Villager gekillt. Nee, das sind hier zwei Soldaten gewesen. Hast jetzt nur noch. Komm auch noch ein Stück näher ran, Mara. Komm, heute ist wieder schön. Nee, guck. Scout ist tot. Der so, Angriff, liefern also, ist auch. Was dachte sich jetzt Donny dabei? Also, das würde ich mal wirklich gerne wissen. Ob er da überhaupt gedacht hat, oh, gemerkt hat, ach, warte mal, wir spielen ja 256-Mod. Das macht ja gar keinen Sinn, einen Drush zu spielen. Nee, hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, als er dann Trash gespielt hat. Das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, wir gucken uns dann gleich nochmal nach dem Spiel die Auflösung an. Ich hoffe, der René ist noch da und der kann. Roma sagt, die Auflösung ist so hoch wie die Hürde für Donny, einen guten Vortrag zu machen. Geistreich. So, Donny hat jetzt. Guck mal, Donny hat bisher nur einmal Loom gemacht. Jetzt baut er die zweite Schmiede. Donny hat nicht das File-Upgrade gemacht. Was für Upgrades macht denn der Junge? Was macht denn der? Was macht denn der? Er baut wahrscheinlich weiter. Ja, aber jetzt kommt auch noch eine Kaserne. Er baut Schwertkämpfer. Ja. Aber wie ich gesagt habe, es ist doch einfach nur nicht gut, so wenig Nahrung zu haben und dann zu versuchen, ja, hier Schuppenpanzer kommt jetzt einmal. Ah, der hat schon 2 Angriffsupgrades. Oh, pardon. Er hat auf jeden Fall 2-mal Schmiedekunst gemacht. Es kommt jetzt einmal Schuppenpanzer. Ja, immerhin. Oder? Nee, Schuppenpanzer wurde abgebrochen. Okay. Ja, warum nicht? Ja, und ja, Florentin ist jetzt gleich in der Ritterzeit, aber der weiß auch noch nicht so recht, was er machen soll. Hat auf jeden Fall. Aber hat sich ja natürlich alles. Okay, er weiß, was er machen will. Alles sehr eng zugebaut da oben bei Donny, ne? Wenn wir gucken. Ja, weil Donny ist. Guck mal, alles super ist wenig. Aber könntest wenig hier noch Platz fischen. Hier. Was? Ja. Nein, also Donny will auf jeden Fall hier auf Schwertkämpfer gehen. What? Stein ist beides draußen, das Gold ist draußen, es ist nur ein Gold drin. Ja. Schmiedekunst wird jetzt nochmal 2-mal entwickelt. Also er macht auf jeden Fall die Angriffs-Upgrades mehr und mehr und mehr. Also er hat jetzt 4 Angriff gleich, also 10 insgesamt. Aber kann man jetzt hier schon reinlaufen, ja, oder? Du könntest hier reinlaufen. Also hier kommst du ja rein. Donny macht auf jeden Fall etwas, wo ich mir denke, das ist ein bisschen strange. Ungewöhnlich, sagen wir mal so. Ungewöhnlich. So, Florentin dabei. Also wir haben Pop 40 für Donny, Pop 30 nur für Florentin. Und Florentin denkt sich, ey, pass auf, der kann kommen mit was er will. Meine Villager sind übermächtig. Also er muss nichts fürchten gerade. Ich finde es auch schön, dass er hier zwar abgewollt hat, aber einfach nochmal auf Nummer sicher geht. Warum auch immer. Wir haben ja auch bei den... Der Sitz ist nicht richtig eingestellt. Wo er sitzt, da auf dem Sitz, wo ich vorher saß. Ja, ja. Oh, guck mal auch, wenn du da das Picture-in-Picture siehst mit den Beinen. Es sieht einfach aus, als wäre Florentin unfassbar klein. Wäre das denn cool mit den Inka, wo ja die Dorfbewohner von Schmiede entwickelt wurden? Wie ich bereits am Anfang gesagt habe und du sehr gut zugehört hast, sind die ganzen neuen Völker nicht dabei. Bei 256. Oh, stimmt. Da hatte ich auch jetzt zum Beispiel an die Äthiopier gedacht, die schneller schießen. Ja, ja. Und dann eben super viel Reichweite. Das ist ja ein neues, altes Volk, bestimmt. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Also er hat jetzt 11 Attack. Also Angriff haben die.
Florentin, ich mache überhaupt keine Anstalt, Militär zu bauen. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Die Map. Ja. Naja, hat ja Dorfbewohner. Oh, die Dorfbewohner sind Militär. Er geht massiv auf Stein. Was ich gerne sehen würde, wäre einfach ein Turm mit, keine Ahnung, 100 mal File-Upgrade, der einfach das Dorfzentrum hier hinten zerschießt. Also du baust einen Turm hier hin, scoutest das Dorfzentrum, klickst drauf und dann wäre witzig. Es ist auf jeden Fall ein Modus, da ist alles möglich, alles drin. Also das spielt man auch mal andere, ja. So, jetzt kommen hier die Schwertkämpfer. Ja, was aber was machen die denn? Ich was will er machen? Die sterben sogar gegen den Wolf. Also so ist es jetzt nicht, ne? Nun gut. Wir werden auf jeden Fall nach diesem Spiel noch unser Flara-Spiel spielen. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Was liest denn du jetzt schon wieder? Der schlechte Stuhl von Tini ist schon ein klarer Wettbewerbsvorteil. Ne, Wettbewerbsvorteil. Wettbewerbsvorteil. Nun gut. Die Schwertkämpfer kommen jetzt an mit sage und schreibe 12 Attack. Aber ein Wolf im Gepäck? Ein Wolf im Gepäck und der macht die schon fertig. Guck mal. Der macht schon. Ja, guck mal, der macht 3 Schaden, ne? Der macht die schon platt. Und da erwartet er, dass hier so ein Typ mit 5 Rüstungen und ebenfalls 3 Schaden und 100 Lebenspunkten. Also da ist der Dorfbewohner einfach stärker. Da kommst du nicht durch. Doch. Doch. Also. Da ist er auch schon. Guck mal. Jetzt macht er sogar. Oh, guck mal, guck dir den Schaden jetzt mal an. Ja, macht gut Schaden. Na ja, gut, der hat jetzt nur 5 Rüstungen, also er geht gut 4 Schaden durch. Da muss Florentin sich einfach mal wehren, genau das so machen. Ja. Und auf diese Archery-Range scheißen. Aber dass Florentin gar kein Militär baut, das irritiert mich. Das irritiert mich einfach. Er macht auch eine zweite Schmiede, aber für was? Er hat einmal das File-Upgrade gemacht. Einmal. Okay. Ein bisschen mau. Und jetzt könnte Donny hier einfach reinrennen. Ja, das macht er auch. Leute! Leute, bitte! Rein da! Ja, guck mal, was die jetzt für einen Schaden hier machen. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Langsam, worauf ich hinaus wollte, aber ohne Rüstung ist das. Ist das auch ein bisschen mau? Er hat, guck mal, 14 Angriff, aber keine Rüstung. Wir hatten natürlich gut getroffen hier von der keine Fall. Rüstung. Der Fall. Jetzt kommt die Glocke. Ey, wenn der Junge sich noch einmal über die Hotkeys beschwert. Da unten wollen wir jetzt. Jetzt gehen sie einfach wieder. Da kommst du. Hör auf, dich bei den Löcher zu schlüpfen. Hör auf, dich meine Löcher zu schlüpfen. Ich unabhängig davon, dass meine halbe Base offen ist. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Also, ich frage mich wirklich. Er hat, guck mal, er hat jetzt so viel Stein, dass er jetzt eine Burg bauen könnte. So, eine Burg ist egal, wenn du zum Beispiel sowas hast, was Donny da macht. Davon ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen nicht nur Angriff machen. Wir haben ja 16 Angriff jetzt. Eieiei. Na, gucken wir mal. Aber es sind doch schon sehr viele. Das Problem ist. Sehr viele Willis. Ja, die Willis machen die aber ganz schön platt. Guck mal. Ja, nächster. Oh. Er verliert ein bisschen was, weil Sondi ist nicht so konzentriert gerade. Jetzt noch ein und dann haben wir das auch gelöst. Nein, er schlägt nicht drauf. Weil diese greifen natürlich auch nicht so von alleine an. Die greifen nicht von alleine an. Das machen sie nur in dunklen Zeitalter. So, jetzt. So. Schnapp. Jetzt gucken wir mal bei Donny rein. Passiert da irgendwas? Nee. Also, ich frage mich, was ist denn der Generalplan? Okay, Florentin geht weiter und weiter auf Webstuhl. 8. Mal jetzt gleich. Ja. Ja. Guck mal. 15 HP immer mehr. Eieiei. Jetzt kommt nochmal die Schießanlage, aus der bisher nichts produziert wurde. Ja, die Schießanlage muss man sich auch mal leisten. Aber, jetzt kommt die Burg. Ich sag dir, jetzt kommt die Burg. Kommst du hin? Ja, aber ich meine, guck mal, es ist ein Aufmarsch. Geht er richtig nach vorne? Oh, es könnte auch sein, dass er jetzt mit dem Dorf runterrascht. Jetzt geht er. Das hat er Florentin gegen mich sehr gut gemacht. Ja. Ich glaube, das hat er genauso gemacht. Jetzt erinnere ich mich, der hat ja auch eine Burg bei mir gebaut. Ja, du hast ihn wirklich 20 Minuten lang angegriffen. Mit super vielen Villagern. Ich habe die angegriffen, ist nichts passiert. Ja. Ja, ich glaube, das war der Fehler. Und mal sehen, wie Donny jetzt auf diese Burg reagieren wird. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall sind sie unterwegs. Also das ist eine Völkerwanderung. Sitzen dagegen machen. Und hier kommt auch eine Völkerwanderung. Aber Donny ist noch nicht in der Ritterzeit, ne? Der ist noch nicht in der Ritterzeit. Hier kommt jetzt noch ein Dorfzentrum. Noch eins. Und die Burg. Hallo? Wo baut er sie hin? Ja, okay. Ach, hier, guck mal. Hier bauen so ein Holzfällerlager hier unten. Naja, muss ja auch aus der Base raus, ich denke, die will jetzt einfach direkt ins Maul. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Zack. Da will ich aber auch Preise. Doch, schön am Gold. Schön am Gold. Das ist aber Halleluja. Und das ist ja einfach blind Power. So, was macht denn Donny jetzt, wenn er das jetzt sieht? Donny sieht erstmal gar nichts. Also,
Oh, okay. Also, da ist Feierabend. Aber guck mal, er baut weiter Schwertkämpfer. Es wird doppelschneidige Axt entwickelt. Webstuhl wurde auch schon wieder entwickelt. Jetzt noch Mörderlöcher und Befiederung und die Burg ist GG. Ja, Befiederung wäre jetzt ein Traum. Mörderlöcher, oh ja, Mörderlöcher, oh ja, oh ja. Ja, stimmt. Wenn ja die Schwertkämpfer kommen, die machen ja gar nichts dagegen. Ja. Also, Donny hat auf jeden Fall öfter jetzt schon Schuppen. Jetzt kommt der Schuppenpanzer. Für was kommt denn der Schuppenpanzer? Der hat nicht mal einen Stall. Donny, hast du dich verklickt? Donny, hast du dich verklickt? Also, einen Schuppenpanzer zu entwickeln, ja. So, jetzt knallt's. So, jetzt knallt's, jetzt sieht das. Aber guck mal, der Schaden, guck mal den Schaden an. Hast du so eine Burg mit mega viel 14 Rüstung gegen Pfeile. Nee. Gegen gerade mal, ja, 14 Angriff. So, und guck mal. Oh, scheiße. Ja, guten Morgen. Wie lange die Burg hält, mein Freund? Boah, aber ja, hallo! Feierabend! Gleich, aber tschüss. Ja, guck mal, jetzt wollen sie hier reparieren, aber. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, Mörderlöcher, ja. Habt ihr recht? Chat, ihr habt absolut recht. Mörderlöcher werden hier ein Träumchen. Aber ist das GG? Nee. Heute andere Auflösung? Naja, wir. Ach, die kann da nicht schießen, ne? Ach, doch. Florentin. Ach, Florentin. Mörderlöcher hast du eine Sekunde, bis sich das entwickelt hat. Scheiße, das wusste ich nicht. Das ist für was? Also, was? Florentin will. Das wusste ich nicht. Ich gehe hier noch kaputt heute. Also, ich krieg schon wieder Puls. Ja, gut, die Burg war jetzt natürlich. Leute, das ist doch. Der verdient eine Auszeit. Ich glaube, Florentin kommt heute noch auf die stille Treppe. Gibst du mir eine Sekunde, dass ich das entwickeln kann? Na, gut, okay. Damit macht die Burg genau gar nichts. Jetzt kommen hier noch ein paar mutige Samurai raus. Da jetzt die machen Bock? Schaden, ne? Die haben ja keine Rüstung hier, die Ritter, ne? Die Schwertkämpfer. Ja, die könnten das hier clearen. Die könnten das hier echt clearen. Na, meinst du? Warum macht er jetzt den Turm? Der muss einfach nur weiterarbeiten. Ach, Donny. Oh, repariere. Ja, er muss nur reparieren. Die zweite ist einfach aufräumen. Ach. Oh nein. Drei Samurai reicht aus, um hier den Will am Leben zu halten. Das ist doch lächerlich. Lul. Holy moly. Lul. Das beste Spiel der Welt. Was ist denn? Aber auch Donny. Der macht jeden mit einem Schlag fast platt. Wenn er so weitermacht. Der hat 19 Angriffe. Guck mal, die rennen rein, sterben. Oh Gott. Guck mal, der hat jetzt 16 Angriffe hier schon. So, und jetzt. Oh, ey, wie viel er gerade verloren hat. Oh nein. Ja, das war jetzt unnütz. Da war Donny ein bisschen. GG, sagt er. GG? GG? Ich hab einen Riesenfehler gemacht. Ich hab die ganze Zeit das Defensiv-Upgrade für Kavallerie gemacht. Schuppenpanzer. Für die Pferde. Ah! Leck mich an! Ich krieg einen Anfall jetzt! Der eine im Hotkeys, dann weil sie nicht Mörderlöcher sind. Der andere entwickelt Schuppenpanzer. Das ist ein Blackout! Ich hab die ganze Zeit defensiv abgelehnt. Was ist denn los bei dem? Aber Frage, hätte ich das. Ich glaube, ich hab's 5-6 Mal gemacht, da hätte ich schon geile. Oh Mann, was ist denn heute los? Oh, das war bestimmt die ganze Zeit Thema, oder? Ich hab die ganze Zeit. Ich hatte, glaube ich, 10 Mal das Offensiv. Ich hatte richtig geile Infanterie. 10 Mal offensiv upgrade und 10 Mal defensiv. Aber das war das fucking Kavallerie-Upgrade. Leute, was war denn da los? Oh, der eine vergisst Mörderlöcher. Der andere vergisst das defensive Upgrade für seine Infanterie und macht Pferde-Upgrades. Was ist denn heute los? Ist irgendwie der Wurm drin? Heute ist echt der Wurm drin, Mann. Das Referat hat mich einfach kaputt gemacht. Ey, diese Mod fordert auch echt Verstand einfach. Man ist so in so einer weird Mindset. Vor allem, ey, und dann verliere ich auch noch gegen jemanden, der eine Burg baut und sagt, wie, die treffen die gar nicht, wenn die dagegen schießen? Ohne Mörderlöcher? Da denke ich mir auch so, okay, heute ist wirklich gar nicht mein Tag. Also wenn es heute in der Liebe nicht gut läuft bei mir, dann weiß ich auch nicht, ey. In der Liebe? Ja, Pech im Spiegel. Ladies, in der Liebe, du kannst ja das Referat nochmal halten vor ihr. Nackt. Oh ja. Ja, das mache ich nackt dann. Wollen wir noch mit dem Draft anfangen? Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ja, das machen wir gerne. Weil es startet nämlich eine neue Best-of-3-Serie. Ihr müsst uns nur kurz sagen, wie man das macht. Und wir draften nicht nur unsere Sifs, sondern auch die Maps. Ja. Aber genau, ihr geht mal beide. Ihr macht beide mal den Google Chrome. Google Chrome auf oder euren Lieblingsbrowser. Kann auch der Internet Explorer sein. Und das ist wahrscheinlich, ja. Das ist äußerst wahrscheinlich. Und gebt mal ein AOE2CM.net. Ja, sind wir Roboter oder war es langsam? AOE2, ja. Soweit erstmal. CM. .net. CM.net.
Nett, oder? Genau. Ja. Gut. Dann hoste ich jetzt für euch. Das Geilste war eben, als ich durch ein Loch deine Base verlasse. Und du regst dich auf. Nicht durch die Löcher! Nicht durch die Löcher! Ich gehe raus aus deiner Base! Ja. Ja, das war das. So, und jetzt? So, pass auf, ich gebe euch jetzt einen Link über Steam. Ja. Und was soll ich damit machen? Draufklicken. Hä, bin ich auf der richtigen Seite? Welcome. Was ist das denn? Warte mal, wie sieht deine Seite aus? Ah, doch, okay. Was ist denn? Das ist wirklich wie so ein Telefon für Rentner mit riesigen Tasten. Marco, ich höre dich. Ich kann. Ja. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich sehe dich aber nicht. Den habe ich noch nicht bekommen. Geben, ja? Weil, doch, den hab ich irgendwo. Du hast immer Florentin drin? Ja, jetzt habe ich durch den Quatsch auch nicht aufgepasst. Ja, hast du doch. Ich habe keinen Link bekommen. Ja, hast du jetzt. So. Ach, okay, da. Oh, guck mal an. Schau mal über. Ja, guck mal. So. Marco May versus. Soll ich joinen oder spectaten? Join. Okay. Oh. Der Noisy Worker. Alles klar, ich bin drin. Oh, warte mal, verdammt. Ich habe was falsch gemacht. Okay, alles klar, nochmal zurück. Nochmal zurück, bitte. Noch einmal, weil ihr müsst hosten. Geht mal einmal zurück, ihr müsst hosten und müsst mir den Code geben, weil sonst würde ich jetzt picken. Ich gebe dir gerne den Code. Genau, aber das Preset, was du nimmst, also einer von euch hostet ja, ist KOTD2. Okay, host or join und dann KOTD. TD. Das ist ganz unten fast. Ja, ja. Und alles da machst klar, du Host Draft. Host Draft. Genau. Und dann gibst du mir. Ja, den Link. Den Code brauche ich nur. Ja, den schickst du mir. Großes L. Dann gib mir den mal privat. Ach so. Also mir. Oh, stimmt. Genau. Okay, gut. Ich gebe dir den kurz den Link. Geht doch eh dann. Also mir, ne, Donny? Ja, genau, dir. Jawohl. Ach. Es schreiben auch ganz viele, dass wir an der Auflösung arbeiten sollen. Ja, parallel. Daran arbeiten wir gleich. Also aber machen wir. Das oh, jetzt bin ich zurück. Aber ja, wie komme ich jetzt nochmal in den Draft rein? Warte mal. Okay, ich war nochmal. Sorry. Okay, gib mir dann einfach nochmal den Code. Ich habe auf Back geklickt. Ich dachte, ich komme da raus aus dem Link-Kopier-Ding. Aber es war raus dann. Okay, sorry. Wenn dann alle drin sind, dann starte jetzt ich jetzt. Jetzt habe ich. Jetzt kommt der Link nochmal. Ja. Kleiner Moment. Sorry, Entschuldigung. Alles gut. Da hast du ihn. Alles klar. Genau. Und den gibst du auch nochmal an Florentin und dann haben wir's. Genau. Guck mal hier. So. Den Link musst du eingeben. Okay, ich krieg gleich den Link. Achso, okay. Na? Junge. Du grinst auch nur okay, 5 Minuten. Ja, was soll ich denn dazu mal sagen? Kannst du mir den Link schicken, bitte? Leute, keine Panik übrigens im Chat. Wenn es 3 oder 4 nach ist, auch nicht so schlimm. Ich nehme um 8 Uhr einen Podcast auf. Deswegen muss ich um 7 los. Okay. Jetzt eine. Den Draft machen wir ganz in Ruhe auf jeden Fall. Genau. Magst du Florentin noch den Link geben, schnell? Oder ist er drin? Oder... Ich bräuchte den Link noch, bitte. Du müsstest 4 Buchstaben dir hier merken, Florentin. Das ist 4 Buchstaben einfach. Die kannst du dir merken und dann gibst du es da ein. Oder? Aber halt nicht laut sagen. Du meinst die letzten von der URL oder wie? Nee, das ist ein Code. Vertrau mir einfach mal. Guck dir die. Okay, warte, dann gehe ich hier auf Join. Okay, genau, Code. Das musst du dir nur merken. Kann ich? In der Mitte klein und dann groß. Ich kann mir noch viel zeigen. Jawohl. Okay, ich bin drin. Siehst du? Na, gut, die Nicks haben wir nicht verändert. Hat die Ideen, das könnte aber auch so ein Donny-Nick sein. So ein Hidden Donny-Nick. Und das sind jetzt vollkommen andere Leute. Also. Hissing Week und Dusty Measurement, oder was? Ja, wir haben nicht gelernt. Ey, ganz ehrlich, das wird mein neuer Nick, Dusty Measurement. Okay, dann passt auf. Ihr seht ja jetzt, ihr habt keinen Bann vorab und ihr könnt 5-mal picken. Ja. Und es läuft jetzt wie folgt ab. Es pickt immer, erst pickt der Host, das ist Donny, also ja, Donny ist blau. Hallöchen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer ist, Donny ist Hissing Meek, Week und Florentin ist Dusty Measurement. Und Donny wird gleich ein Volk picken, danach wird Florentin 2 picken und danach wird Donny 2 picken, Florentin 2, Donny 2 und Florentin 1. Ja. Dann haben wir 5 Völker und dann darf jeder von euch abwechselnd ein Volk des anderen nochmal, oder 2 Völker des anderen nochmal bannen. Ja. Okay, alles klar. Ich habe noch eine Frage. Ja. Spielt denn die Reihenfolge der Völker später für die Spieler eine Rolle? Nein. Die hast du einfach zur Verfügung. Alles klar. Alles klar, dann fange ich mal an. Startet das Ding. Wenn der Host ready ist, dann kann es losgehen. Ich hab jetzt schon geklickt, aber irgendwie macht das nicht. Was macht er bei dir? Klick gerade auf den. Ich muss noch click ready. Ja, musst du, ja, genau. Ah, jetzt bin ich ready. Genau, alles klar. So, jetzt. Dann geht's jetzt los. Starting Draft, okay. Ja, das ist nicht umbringen. Ich wollte heute jemanden auch schon umbringen, ja. So, wir haben Maya bei Donny. Ja, sicher, das lasse ich mir nicht nochmal nehmen. Spanier bei Florentin, nicht überraschend. Hat noch 30 Sekunden Zeit, ein zweites Volk. Und die Portugiesen auch nicht sonderlich überraschend. Ich hoffe, wir sehen ein paar Überraschungen. Warum nimmst du die? Sehen wir jetzt nur Bogenschützenvölker? Mal gucken. Na gut, Spanier, kein klassisches. Nein, ich meine bei Donny. Ich kann mir eher vorstellen, ja, sowas mit Mongole, ja.
Kann man mal machen. Übrigens darf Florentin zum Beispiel... So geil, das fühlt sich, wenn Marco das kommentiert, so ein bisschen wie ein Lob an. Wenn man sagt, ich habe nur ein Volk ausgewählt, aber so ein... Ja, das macht er gut. Und auf jeden Fall ist es halt auch etwas für alle Zuschauer ganz wichtig, wenn jetzt Donny die Maya und die Mongolen genommen hat, dann kann die Florentin eben nicht mehr nehmen. Dann sind die weg. So, und da kommt noch die Malia. Malia, okay. Weiß er, hat er jetzt allein nehmen. Und jetzt hat er aus Versehen die Malia genommen. Aber ich denke mal, vielleicht war es eine bewusste Entscheidung. Unfassbar starkes Volk. Jetzt hat Florentin die drei Völker genommen, die er oft spielt. Florentin wieder Briten. Ja, Briten 1 gegen 1. Ein bisschen schwierig. Byzantiner kann man auf jeden Fall machen. Also bisher sehe ich drei Völker bei Florentin, bei Donny, die, ja, sehr, sehr gute 1 gegen 1 Völker sind. Azteken. Und bei Florentin sehe ich, ja, drei gute Völker, mit denen er sehr gut klarkommt, und die Briten. So, die Briten hat das letzte Mal auch genommen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich muss echt überlegen. Jetzt damit schön mal Rambai noch 9 oder Sekunden, so. 8 Sekunden, 7 Sekunden. Donny. Donny, pick. Wake up. Oh, das finde ich sehr schön. Mal. Sehr, sehr schön. Die Burmesen und Japaner. Doch, das sind starke Völker bei Donny. Und wir sehen... Was wäre ein schlechtes Volk? Die Spanier. Und die... Portugiesen. Die Portugiesen zum Beispiel, die Briten. Die Briten, alles. Jetzt überlegt er lang, ja? Jetzt überlegt er. Jetzt ist nämlich das letzte. Sag mal, was. So streichelt er sich den Bart. Italiener ist offen, Khmer ist offen, Slaven. Ich kann mir vorstellen, dass dann noch ein Ungarn oder sowas nimmt. Franken, okay. Keine Experimente bei Florentin Will, keine Experimente bei Donny. Donny darf als erster jetzt ein Volk von Florentin bannen. Ja, da banne ich die Briten. Die Briten werden gebannt, okay. Weil ich einfach weiß, dass du Bock auf die hast. Die kriegst du nicht nochmal. Ich hab wirklich Bock auf die. Die kriegst du nicht nochmal. Okay, die Briten werden bei... Moment, ich muss einmal kurz hier was... Wieso macht er das nicht auf? Okay, wir merken es uns erstmal. Also, die Briten werden bei Florentin gebannt. Und Florentin, was willst du denn bei Donny bannen? Ich darf zwei bannen insgesamt, ne? Du darfst jetzt erstmal einen bannen. Das machen wir immer abwechselnd jetzt. Also erstmal eins, dann bannt wieder Donny eins. Und dann bannst du das letzte. Was bannst du? Ich weiß genau, was du denkst. Was ist am meisten Quatsch? Wo ich nicht weiß, was kommt. Nicht nach, aber bei welchem Volk weiß ich überhaupt am meisten, was es macht? Ich weiß genau, wie du denkst. Ich nehme die Burmesen. Na, wusste ich. Ich wusste, du nimmst Burmesen. Schade. Birmanen sind weg. Okay? Die waren tatsächlich mein Pick zum gebannt werden. Ich wusste, dass du die. Mh. Ich hab's einfach gewusst. Donny, was? Ja, einfach, weil der Typ so lächerlich ist. Das zweite Volk, was ich banne, sind, oder da werden vielleicht der eine oder andere wird sich jetzt fragen: Wow, okay, das ist eine Überraschung. Ich banne die Franken tatsächlich. Ach, okay. Brite und Franke werden bei Florentin herausgenommen. Das werde ich euch noch grafisch aufbereiten. in Kürze. Und ja, somit bleibt für Florentin zumindest erstmal Spanier, Portugiese und der Byzantiner übrig. Jetzt darf Florentin noch entscheiden, wer neben den Birmanen noch Donny, ja. Ich meine, ich hab Respekt vor den Mangudai, aber Donny spielt sehr selten berittene Bogenschützen, muss man sagen. Deswegen versuche ich eher zu gucken, was ihm eher liegt. Er ist ja so ein bisschen rushig, ne? Bogenschützen, das wäre dann vielleicht eher die Maya. Ja. Aber die Japaner. Ich nehme die Maya. Okay, wir Mana und Maya raus, somit bleiben sie von Japaner, Maya und Mongolen. Ja, das ärgert mich. Die hätte ich gern gehabt. So, bisschen auffällig als das First Pick vielleicht. Das ist der Sinn des Drafts und somit haben wir die finalen Völker. Und wie gesagt, ich werde es noch grafisch aufbereiten, euch dann zur Verfügung stellen. Geil. Und auch dann den Map-Pool für das nächste Mal. Ich glaube, jetzt schaffen wir nicht mehr, den Map-Pool noch durchzuwählen. Das machen wir auch das nächste Mal. Aber nö. Gut, machen wir nächstes Mal. Ich einfach nur privat auch mal die Frage, Florentin, kannst du Japaner tatsächlich unironisch aussprechen oder machst du immer dieses mit dem B? Nee, ich mag es einfach. Sag's mal für mich. Ich habe ein bisschen fränkische Wurzeln und ist Japaner. Ja, aber sag's einfach die nochmal. Die Japaner halt. Ja, okay, gut. Ich hab gedacht, vielleicht ist da so ein Knoten bei dir drin. Du kannst, ja, sag's nochmal. Ja, kann ich doch. Ja, sag's doch. Japaner. Japaner. Aber ganz kurz, Japaner. Wenn du jetzt sagst, Map-Pool, ist es dann wieder so ein Burger-Döner-Spieß-Ding oder sind es die normalen Maps? Das ist. Sind es Quatschmaps oder normale Maps? Das sind richtige Quatschmaps. Obsidian! Also es sind Obsidian. Viele normale Maps drin. Es sind einige interessante Maps drin und es ist nichts dabei, was ihr nicht kennt. Aber können wir nicht jetzt die Maps schon wissen, dass wir trainieren können? Wie viele hast du denn? Na, guck mal. Was hast du denn? Ich hab ein paar im Kopf, sagen wir es so. Ich hab ein paar im Kopf. Aber gut, wir müssen es jetzt auch nicht Ich würde es erst lieber auf dieses Mal verschieben. Da habe ich auch den kompletten Map-Pool da. Nämlich jetzt sind ein paar Maps wieder dabei, wo ich gemerkt habe, in der HD-Version werden die gerade ein bisschen zerkloppt.
Und wir dürfen dann beim ersten Spiel eines unserer drei Völker wählen, genau, ohne zu wissen, was der andere wählt. Oder gibt es da so ein Hin und Her oder sagen wir gleichzeitig dann? Ihr sagt wieder gleichzeitig. Wir sagen es gleichzeitig. Ihr wisst nicht, was der andere nimmt, außer natürlich jetzt zum Beispiel, es ist wieder ein Best of Three, wie das letzte Mal, wo jeder ein Spiel gewinnt und dann bleibt ja nur noch ein Volk übrig. Ja, dann wisst ihr genau, was dann passieren wird. Also ich habe Pizza letztes Mal auch nicht geübt. Du auch nicht. Das Frauenmarke steht für Vorbereitung. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt normale Maps sind oder ob wir sowas haben, wo irgendwie nur ein Gold in der Mitte und das hat nur fünf Gold und so Scheiß. Florentin, wir werden so ein Crap. Im Map-Pool werden wir auch dann jeweils, darf jeder noch eine Map zum Beispiel streichen. Da sind aber auch Maps drin wie Arabien, Akropolis. Wenn der Wüstensand in meine Schuhe reinkommt, das liebe ich. Eldorado ist dann drin. Aber zum Beispiel Florentin, deswegen meine ich ja, jeder darf noch eine Map bannen aus dem Pool. Wenn du sagst, Arabien will ich nicht. Und wie wird dann entschieden, welche Map aus dem Map-Pool gespielt wird? Die wählt ihr. Die wählen wir? Ja. Ja, wie soll das denn ablaufen? Das müssen wir uns einigen oder was? Briefwahl. Nein, jeder wählt von euch eine Map. Eine gebe ich vor für das erste Spiel. Und jeder hat dann noch eine weitere Map. Da haben wir drei Spiele, drei Maps. Und dann geht's. Und das geht jetzt nächste Woche los, oder was? Das machen wir nächste Woche und dann starten wir auch sofort ins Spiel. Ich baller hart. Und ich werde den Map-Pool auch für die Community bereitstellen. Ich mach gar nichts. Und da kann sich jeder für sich auch entscheiden, ob das Quatsch-Maps sind oder ob der Giesel hier doch vorbereitet ist auf etwaige Diskussionen. Also, gut. Aber kurze Frage, Marco. Also, ich habe mir ein bisschen Sorgen, weil du planst ja viel mit Mara. Ihr seid ja quasi mehr oder weniger verheiratet. Das weiß man ja mittlerweile. Das heißt, muss ich mir Sorgen machen, dass so eine Map wie Burger oder so da vorkommt? Oder können wir damit nicht? Nein, keine Sorge. Alles cool, Donny. Alles cool. Werden richtig starke Maps. Das hast du bei Burger auch gesagt. Ja, Hamburger, aber Hamburger ist ja auch eine Ach, so super heißt die, ja, Hamburger. Das ist eine starke Map. Okay, alles klar, Leute, hey, vielen Dank, ich muss mal los. Jawohl. Macht ihr jetzt eigentlich Werbung oder haut Baller? Ja, wir machen Werbung, Mara muss nämlich rüberflitzen. Ey, wetten das Moment gerade, ich muss zum Flieger, Leute. Was ja, dann Hund? Applaus für Donny Sullivan, vielen Dank. Tschüss. Haben wir denn mittlerweile seine Note dabei? Ja. Hast du die schon bekommen? Ja, die haben wir, können wir nochmal einblenden, falls es möglich ist. Ihr habt ja gevotet. Nee, die ist aber schon durch. Was war es denn am Ende, Paul? War eine 2, ne? Nee, es war eine 3. Eine gute Frage. Ist er zufrieden? Ordentlich, befriedigend. Ja, sehr was ja gut ist. Ja. Also, so habe ich mir das immer früher zurechtgeredet. Hey! Befriedigend ist doch gut. Gut, ja, und was ist sehr gut. Ist ja sehr gut, genau. Okay, vielen Dank, Leute. Danke, haut rein. Viel Spaß euch noch die nächste Stunde. Tschüss. Und jetzt kommt Werbung. Bis gleich. Ganz drauf. Herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires in der Chaos-Edition. Heute mit mir, der gerade das technische Problem versucht zu beheben. Und es wird gerade nur noch schlimmer. Also gefühlt wird es gerade nur noch schlimmer. Ich habe jetzt die Auflösung einmal verringert. Da kann man ganz kurz mal versuchen, auf meinem Bildschirm raufzugehen, wenn es funktioniert. Das sieht jetzt gerade so aus. Ist das euch so lieber? Wenn das euch so lieber ist, dann könnten wir es lassen. Es ist aber insgesamt einfach ja, schwammig, matschig, ja. Wenn wir es nämlich zu krass machen und so in Ultra-HD ausspielen, dann macht er nämlich das Problem, dass die Auflösung, ja, ist er, ja, besser, yikes, perfekt, alter, Müll, hässlich, na gut, okay. Ich probiere weiter rum. Wir schalten mal ganz kurz rüber zu Mara und Florentin, ob die schon bereit sind für das nächste Match. Flara gegen mich. Ja, wir sind noch gerade in der Vorbereitung. Die Frage ist, wie der Modus denn ist. Spielen wir mit Stiff Pick oder Random oder wie machen wir's? Wir spielen Random. Full random. Alles Random? Alles Random. Welche Map denn? Worauf, was habt alles ihr denn random gesehen? Ja, wie? Langsam. Wie was? So aber jetzt Random im Sinne von, wir wissen selber nicht, auf welcher Map wir sind oder korrekt. Wie? Ja, aber dann weiß ich ja gar nicht, ob es Wasser gibt. Du siehst die Map erstens, wenn wir Full Random spielen, siehst du die Map vorher im Ladescreen. Du kannst die Map immer wieder im Spiel auch abrufen. Also sprich, die über die, okay, ich weiß gar nicht, ist es F11 oder irgendeine Tastenkombination? Ich weiß gerade gar nicht mal welche. Und dann kannst du auch scouten. Das sind die Varianten. Hast du eröffnet? Nein, wie gesagt, ich versuche noch das technische Problem zu beheben gerade ein wenig. Es steht aber nichts auf dem Spiel, ne? Wir machen nicht wieder irgendwie Referate oder muss jetzt irgendwas vortanzen oder irgendwie sowas in der Richtung.
Wir spielen ein ganz normales, freundschaftliches Spiel. Eigentlich ist ja jetzt Feierabend, ne? Eigentlich nach zwei Stunden eigentlich, Vampires, eigentlich ist es Feierabend. Wir machen, aber wir spielen ja oft in der Feierabend auch privat einfach nochmal ein lockeres Spielchen. Moment. Und setzen uns zusammen und von daher guckt einfach zu, wie wir unseren Feierabend ganz locker, freundschaftlich miteinander verbringen. Rickon ist mit dabei, alle sind dabei, haben gute Laune. Wir könnten ja jetzt, Florentin, das Format starten, was du ja gerne mit mir vorhin angehen wolltest. Wir gucken zusammen wunderbare Filme. Ja, falls sich viele wissen es nicht, Marco ist ein riesiger Romcom-Liebhaber und hat zu Hause eine riesige Romcom-Bibliothek. Und ich habe vorgeschlagen, warum nicht nach Feierabend einfach mal schön bei Marco zu Hause, bisschen Mikrowellen-Popcorn, wir drei schön zusammen auf der Couch und dann schön ein Liebesfilm nach dem Mann. Als wäre ich hier der Einzige, der hier sowas guckt. Dabei bist du auch ein großer Fan. Ich liebe Romcoms und ich freue mich auf die Filmfights-Folge über Romcoms und das wird einfach, das wird blutig. Weil das ist eine Kunst für sich und es wird sehr intensiv. Aber auf der anderen Seite, wir wissen nicht, welche Maps gibt's denn? Ich habe immer Angst, dass da dann irgendwie so eine komische Map, da baust du eine riesige Armee und dann, man kann nicht auf die andere Seite oder so. Aber ich baue keine Armee, machen wir uns nichts vor. Hauptsache, Mara und ich halten zusammen. Wollen wir jetzt wirklich so eine richtige Quatsch? Mara, dein Dings, ne? Dein, hier. Mikrofon ist aus. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir Donny die gesamte Zeit nicht gehört haben. Habt ihr da draußen einen Donny gehört? Wir saßen da oben die ganze Zeit, hören kein Wort von Donny, aber im Chat steht nichts. Von daher waren wir uns unsicher. Aber heute ist ein bisschen eine Chaosfolge, aber jetzt. Ey, das ist nach mir mega, mega leid für die Zuschauer und da ist mir jede Kritik gerade recht, weil. No Link steht hier. Was? Das ist okay. Hört man dich. Hallo? Hört man mich? Jetzt hört man dich. Okay. Das ist tatsächlich die Schuld von Stefan Tietze, weil kurz davor hier in der Gaming-Area wurde noch ein Audiokommentar aufgenommen. Das heißt, falls ihr euch beschweren wolltet, beschwert euch direkt bei Stefan Tietze. Sonst kann niemand was dafür. Können wir seinen Twitter-Account jetzt einblenden, dass wir sofort dann etwaige Beschwerden genau dorthin richten können? Hier haben alle hinter den Kulissen so hart gearbeitet, wie es ging. Und dafür ging es auch relativ schnell wieder on air. Von daher großes Lob. Aber jetzt sind wir ja so ein bisschen, der Donny ist weg, der Sohn ist aus dem Haus. Ja, Mama, Papa und der weirde Kumpel von Mama, die sie mittlerweile Film, immer häufiger nach Hause bringen. Sind mal in Ruhe zu Hause und spielen ein bisschen Age of Empires. Machst du das Spiel auf jetzt, Marco, oder was? Ja, ich mach's gleich auf. Ja, doch. Weil, du kriegst es jetzt eh nicht mehr. Es kam gerade ein Tipp rein, dass der liebe Teddison, einer unserer Moderatoren, noch eine Anleitung geschrieben hat, was wir machen sollen. Okay. Dass es funktioniert. Classic Teddy. Ah, warte. Florentins Mikro aus, jetzt trollen sie aber, oder? Irgendwie. Oh, warte, das ist ja. Der hat ja nicht nur eine Anleitung geschrieben, jetzt muss man mal das hier ansehen. Das ist ja mega gut. Hat er das als Gift gemacht? Jesus. Er hat das Gift gemacht. Ah. Ich falle einmal aus Versehen auf die Tastatur, mach's kaputt und so muss man es wieder reparieren. Aber wie ist das denn entstanden? Ach, das Was ist denn? Ja interessant. Dass es überhaupt so war. Guckt euch das mal an. Das ist so. Ich mach grad nichts mit der Maus, ne? Also ich könnte das ja alles gar nicht. Aber er hat das einfach mega gut als GIF. Wie gut. So, und jetzt mache ich das nämlich nach. Du musst das imitieren, so. Ja. Da müssen wir mal ganz kurz hier. Aber ich finde es niedlich, wie unsere Zuschauer uns einfach versuchen, mit sehr pädagogischen Mitteln unter die Arme zu greifen, damit es wirklich jeder versteht. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber es sah gerade sehr professionell aus, Marco. Du hättest einfach das GIF abspielen. ja, ey, guck mal, wie ich das hier mache. Passt doch. Ja, ist doch super. Ja, aber das ist halt einfach nur geil. Nur das Ding ist, ich habe das nicht, was er hat. So, und ihr Windows Explorer. Mara, du schaust dir morgen schön Flummi-WM an, oder was? Ja? Schön zu Hause? Ich werde bestimmt mal reinschalten. Sehr gut, das auch. So wollten wir ursprünglich die Sendung nennen. Ich werde bestimmt mal irgendwie gegen Ende reingucken. So. Nein, es wird großartig. Fantastische Leute, tolle Teams. Katjana ist mit dabei. Ich spiele mit ihrem Team. Team Flokati. Jetzt schon den besten Chancen auf den Sieg. Viele tolle Leute sind dabei. Es wird großartig. Ich glaube, den ganzen Tag einfach. Kann man nichts falsch machen. Und falls ihr da keine Lust drauf habt, dann kommt zu Marco Giesel. Schönen Filmabend. Oder helft Mara bei ihrem Tribock. Sie braucht jetzt ganz viel Holz. Habt ihr Holz im Schuppen? So altes Holz, altes morsches Holz. Am Wochenende schön Tribock bauen. So, ich probiere noch das aus. Ich habe aus Lego habe ich einen Tribock gebaut, tatsächlich. Früher habe ich dann mein ganzes Kleingeld in so eine Lego-Kiste genommen und das war das Gegengewicht. Habe dann so einen Tribock gebaut. Oh, das ist nicht und schlecht. Und es hat richtig weit gefeuert. So 10, 12 Meter. Ich war immer bei Playmobil eher anstatt Lego. Ach. Wo alles schon fertig ist. Ja. Wo man dann direkt die Geschichten spielen kann. Ich wollte dann nicht den Tribock bauen, sondern mit dem Tribock dann direkt angreifen. Und dann verstehe. Ja. In Playmobil hatte ich immer nur die Kanonen. meine Brüder haben mir dann die Augen ausgeschossen. Was? Na gut, so läuft das. So muss es sein.
So muss es sein. Das ist aber gut, dass sie dann nicht solche Obsidianpfeile dann schon. Aber die sehen so lecker aus. Ich war kurz, paar Mal schon kurz davor, die so zu essen, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein Bomber oder so. Ich glaube, so daran sind die Maya auch ausgestorben. Ihre Waffen sahen so lecker aus. Da dachte ich, nehme ich noch einen, zack, tot. Ach komm, ja. Ah, ich glaube, ich hab's gleich. Warte. Gut, Marco. Ich hoffe, ich krieg keine dumme Sif. Haben wir irgendwie so ein Rematch-Ding oder so, wenn man eine wir dumme können Sif auch Sifs bekommt? Picken, wenn ihr wollt. Dann machen wir hier. Aber dann weiß ich nicht, was ich picken soll. Ja, genau. So, deswegen machen wir das. Lass schon random machen. Wir sind die. Oh, hallo. Ich glaube, Marco, der nimmt ja überhaupt keine Chance mehr gegen Flara, oder? Nee. Du bist also richtig gut geworden. Ich mach Donny mittlerweile mit links fertig. Da überhaupt kein Problem. Jeden Abend spiele ich das einfach so 3 Stunden von daher. Also, ich habe Mara auch bei ihr, ja, auch jetzt hier schon mehrmals beobachtet, wie sie hier spielt. Das ist. Also. Bitte? Nee, das ist. Bitte? Das ist nix. So, da habe ich auch dir dabei zugesehen, wie du gegen Flo und Donny spielst. Du, ganz im Ernst. Ich hab nie so große Eier besessen wie jetzt gerade. Jedes Mal, als Flara gewonnen hat, war es hauptsächlich wegen Mara. Und so wird es auch heute wieder sein. Ich werde alles verbocken, aber während ich alles verbocke, baut sie eine riesige Armee auf und dann machst du alles kaputt. Das ist der Plan, okay? Ja, wir müssen wirklich. Ach nee, das können wir jetzt nicht verrat sagen. Verrat den Masterplan jetzt nicht, Mara. Was habt ihr denn? Was wollt ihr machen? Mara-Plan. Nee, das sage ich jetzt nicht. Kommt ja auf die Sifs an, ne? Also bei mir ist es ja auch ganz wichtig, je nach Sif passe ich natürlich meine Strategie auch an. Ne? Die Sifs haben ja verschiedene Vor- und Nachteile. Und da ist mir wichtig, direkt zu gucken, die können das gut, dann baue ich mir Bogenschütze, die können das gut, baue ich mir Plänkler. Wichtig ist, da reinzukommen. Ne? Von daher kann ich jetzt natürlich noch gar nichts zur Strategie sagen. Und das kommt immer ganz spontan. Marco, wie sieht's aus? Ich probiere es jetzt einfach so. Ich glaube, es funktioniert nicht. Nee, es ist immer noch klein. Oh Mann. Das Ding ist halt, Teddy, danke dafür, aber ich habe die Einstellung nicht, die du hast. Hier bei mir. Ja, du hast sie nämlich zu groß. Warte mal. Das ist Mara. So. Wo ist es denn? Was denn? Aber war die Stimme des Volkes wirklich einheitlich gegen diese ferne Ansicht? Ja, also oder wie habt ihr das eruiert? Waren da viele, die gesagt haben, es geht nicht? Wir probieren es jetzt aus. Ja. Ich hab das Spiel offen. Was soll jetzt noch passieren? Was soll heute noch passieren? Aber spielen wir dann selber in dem Setting mit den soweit rausgezoomt? Weil jetzt haben wir ja keinen Observer. Tja. Wie kein Observer? Ja, vorhin hatten wir einen Observer und haben das Spiel angeschaut. Nicht durch Spielerperspektive. Und da hattet ihr ja auch die rangezoomte Version. Und jetzt haben wir ja nur die Spielerperspektive. Ja. Wie war es denn bei dir eben, als du gerade gespielt hast? Bei mir war es normal. Ja, dann ist es hier normal. Also wenn man selber spielt, ist es eh normal, oder? Ich wollte gerade sagen, bei euch ist es ja egal, aber das liegt ja hier nur an dem Rechner. Ja, da ist es. Aber die Frage ist, ob du jetzt halt in dieser Fernsicht spielst. Ja, sehr wahrscheinlich. Na gut. Das Ding ist, wir können übrigens bei der Map komplett zufällig machen. Wir können verdeckt zufällig machen. Dann wird es nicht mal dastehen, was es für eine Map ist. Dann muss man nur stoppen. Ja, einfach nur Zufall. Aber streich ein paar Quatschwürfe weg. Ich streiche gar nichts. Also es könnte jetzt auch Wasser sein? Irgendwie es könnte richtiger Quatsch sein. Wir machen den Sieg noch schnell auf Oberung, bevor ich dann anfange, da ist die doch. Warte. Gottes Willen. Team. Ganz cool. Tut mir leid, lieber Chat. Ich höre nur mich selbst. Ich höre Mara nicht. Was? Aber ist okay. Ist ja nicht. Also ich höre auf jeden Fall Florentin jetzt hier. Kriegen wir schon hin. Mara euch momentan schön, nicht, falls jemand aus dem Ton jetzt zuhört. Jetzt mal ballern hier. Na gerne. Komm, lass mal ballern jetzt, Mara. Umstecken, los geht's jetzt! Mara denkt an uns. Aber hörst du mich jetzt nicht? Ich höre dich nicht, nein. Also, du musst laut schreien. Hallo! Ja, wie immer. Links! Nicht nur kurzsichtig, sondern jetzt mutiert Mara komplett zur Rentnerin. Also, das ist jetzt richtig schön. Ich bin kerngesund! Ich bin kerngesund! Ich will spazieren gehen! So. So, wir hören uns einfach die ganze Zeit zu. Ne? Ist ja, ihr macht jetzt keine fancy Taktiken, oder? Ach Quatsch. Marco. Ich bin Teutone. Ich bin Wikinger. Was bist du? Wikinger. Wikinger? Ja. Oh, das ist gut, wenn wir Wasser haben, aber es sieht sehr nach Arabien aus. Oh, ich hab auch da haben wir einmal super random unter Arabien raus, oder was? Carsten. Oh nee, ich hab gar keinen. Oh. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Na gut, egal. Das ist ja viel Wasser. Das ist ja richtig viel Wasser. Definitiv. Oh Junge, oh Junge. Also, da spreche ich danach nochmal mit unserem Techniker, woran das liegen kann, dass das so interpretiert wird, weil das Problem hatten wir noch nicht. Haben wir das schon mal hier aus dem Hangi Age of Empires gespielt? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube schon. Und da ging es ja auch. Da hat irgendjemand hier, da waren bestimmte Kinder dran rumgespielt hier. Also, das sieht auch nach Inseln aus hier übrigens, ne?
Also hier oben kann man es einsehen. Ja, Teaminseln ist die Map. Teaminseln ist die Map, Moment mal. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch sogar sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja ein massiver Nachteil für mich. Das ist ja genau die Map, auf der sie schon gegen mich gewonnen haben. Oh nö. Ach, heute läuft ja auch alles hier Rage of Empires. Donny hatte leider einen Termin. Wir haben Auflösungsprobleme. Ach, Florentin Hotkey-Probleme. Das ist einfach, eieiei. Da ist einfach der Wurm drin. Was habe ich denn eigentlich für ein Volk? Hunde, ja. Okay. Hunde haben wir, was sind die? Ja, lol, Wikinger. Ey, wollt ihr mich echt verarschen heute? Ach, Gottes Willen. Das ist doch echt nicht euer Ernst. Aber ich weiß gar nicht mehr, es kann ja gut möglich sein, dass sie gar nicht mehr verstehen oder gar nicht mehr wissen, wie die Map funktioniert. Das könnte ja ein Vorteil sein, ne? Man muss auch dazu sagen, ich war auch gestern noch lange mit dem Jannis von Back to Warcraft, also von unserem Creepjack Jannis, war ich schon lange unterwegs. Deswegen bin ich noch leicht verletzt. Aber das soll jetzt diesem Sieg kein Hindernis sein. Also ich baue jetzt gleich einen Hafen schon. Sehr schön. Also ich würde den so hier bauen. Ja. Nicht gut. Ja. Bidi. So, hier ist er jetzt. Ja. Oh, der ist ja günstiger. Der Hafen ist günstiger wegen dir. Ja. Was, warum? Weil du Wikinger bist. Ja. Ach so. Holzer. Sehr gut, Mara. Jäger. Gut mitgedacht. So. So, ich baller. Hier kommt viel ein Reh angerannt. Das hole ich mir natürlich jetzt mal. Nein, renn nicht weg. Ach, kommt schon. Also, Leute. Ja. Jäger. Das ist toll. Das war. Jäger. Da kommt doch schon das erste kleine Fischer. Kein Tieffisch. Ich hab kein Tief. Ui! Doch, das ist ja direkt hier vorne, wo deiner steht. Oder baust du doch woanders? Ach, guck mal, wir sind sogar recht nah. Ja. So, perfekt. Das läuft, Mara, wir haben das so gut wie gewonnen. Ich seh gleich schon wieder. Oh, der hat aber jetzt doch schon viele Schiffe. Naja. Warum hier idelt der ein bisschen dein Typ? Sag mal, was bist du denn hier für eine Mitspielerin? Hallo, wir sind ein Team, du bist nicht meine Mutter. Entschuldigung, Florentin Pascal, kannst du bitte mal schauen? Du hast den Idol. Hast du schon das Zimmer aufgeräumt jetzt heute? Das sah vorher viel schlimmer aus. Das wirkt jetzt nur nicht so. Ja, das ist toll. Ja. So. Wann gehst du hoch? Hast du Bock? Ja. Ja. Nee? Was jetzt schon? Nö, ich meine generell. Langzeit. Generell werde ich auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Du, Kommunikation ist alles, Mara. Versuch das hier voranzutreiben. So, hier unten laufen wir mal hin. Holz, ja. Noch ein bisschen mehr Holz abbauen hier. Ja, ihr könnt auch mal ein bisschen hacken. Timberhochwandi. Ja, und sonst? So, alles da gut. Baue ich jetzt noch mehr Häuser. Ich mach so, ich glaube, so 4 Schiffe. Eine Mühle braucht man ja nicht, ne? Das war irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, wann man die Mühle baut. Ich habe da auch jetzt echt noch keinen jetzt Masterplan gefunden. Das zweite Lumbercamp, glaube ich. Ja. So, jetzt schaue ich halt, wann ich hochklicken kann. Ich würde gerne bald hochklicken. Aber die Frage ist, wann. Die Frage ist, wann.
So, ich habe jetzt noch einen in der Schleife. Sucher. 300 Namen. 330. Ja, ich auch. Ich hasse diese Feudalzeit. Die Feudalzeit mittlerweile ist echt mein Achillesknie. Da kann ich echt nicht. Achillesknie auch noch. Da kann ich echt nicht mithalten. Shit. Ich baue noch einen. Dann gönne ich mir noch ein Fischerschiff. So, da sind wir wieder. Also, es sieht ganz gut aus. Also, was heißt ganz gut? Es könnte 10-mal besser aussehen. Aber vor allem das Bild. Aber insgesamt bin ich hier happy. Also, was zumindest das angeht. Bin auch der Erste in der nächsten Zeit. Das ist auch schön. Das ist wunderschön. Wir haben ein Scouting-Schiff. Wir haben Florentins Hafen schon entdeckt. Der ist noch nicht in der Feudalzeit. Es läuft jetzt wieder ein bisschen besser. Es arbeitet also nicht alles gegen einen. Ein wenig arbeitet es trotzdem noch in diesen unfassbar seltsamen Gefilden, namentlich Problemen. Quatsch, aber Quatsch gehört dazu. So, wir, guck mal, wir können aus 4 Häfen fast richtig geil ballern. So, jetzt ist Mara ab. So, das ist super. So. Ja, passt. Oh. Okay, jetzt go! Hier ist einer sehr angeschlagen. Das obere ist sehr angeschlagen. Nice. Okay, nice. Cool, weil ich kann ja leider keine Feuerschiffe bauen. Soll ich dann eher auf Demos Fuck, gehen? Mann, der hat immer noch zu viel. Was hat er denn noch? Fuck, ey, der hat 6 Stück. Ich pumpe jetzt aus 4, aus 4 Häfen, aber man kriegt's nicht hin. Okay. Demo, kommst du von hinten ran? Wo sind denn die meisten? Nee, warte. Das ist schwer zu sagen. Mann, das ist so zum Kotzen, ey. Man kann da einfach nichts machen. Warum ist es auch eine scheiß Wassermann? Ja. Fuck, Mann. Ich dachte, wir hätten echt alles richtig gemacht. Okay, da habe ich wieder was erwischt. Okay, wie viele Demos hast du? Hast du noch was? Ich baue gerade eins nach dem anderen raus, aber die, ja. Oh Gott, es kommen immer mehr auch bei mir. Hast du noch Schiffe? Nee, ich habe ein bisschen was eingelagert. Ich habe ein Flammenschiff eingelagert. Okay, 2 sind da. Oh Mann, die gehen auch nicht kaputt bei einem Demoschiff. Ah, oh, das ist ja super ätzend. Ich baue mit allem, was ich habe, Demoschiffe. Aber es reicht nicht. Es reicht leider nicht. Ich habe nicht genug Holz. Ich hab überhaupt kein Nahrungseinkommen, habe ich nicht mehr. Mann, wie geht das? Wir sind zu zweit, verdammt nochmal!
Mann, das kann doch nicht sein, dass wir immer gegen diesen Scheiß verlieren und genau wissen, was kommt. Okay. Ich glaube jetzt kann ich mich freikämpfen. Jetzt habe ich hier einen Turm. Habe jetzt ein Brandschiff. Okay. Ja, ich kann da nicht kämpfen. Der hat zu viel. Ja. Ich versuch's jetzt ein bisschen wegzulenken und seine Fischerbude kaputt zu machen, dass er zumindest ein bisschen weg muss. Ich bin gerade dran mit allem. Aber mir fehlt Gold leider. Also ich habe jetzt schon mehr. Ja, ich habe jetzt zwei. Ach, und die profitieren auch nicht von Fletching natürlich. Ist natürlich dumm. Da bin ich natürlich dumm. Probierst. Nee, die kalten mich. Die kalten mich. Okay, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich bin auf dem Weg zur Ritterzeit. Also, ich habe noch nicht hochgeklickt, aber ich bin mental. Also, innerlich bin ich schon in der Ritterzeit. Aber okay, er lässt mich jetzt ein bisschen in Ruhe. Ich versuche mal bei ihm ein bisschen zu nerven. Dass er, oder? Bei dir ist er noch? Wie viel hat er bei dir? Viele von diesen Galleys. Okay, ja, die sind krass. Ja. Aber er hat momentan auch keine Fischerei bei ihm selbst. Also, ich glaube, so schlecht ist es nicht. Brauchst du weiter Häuser so am Rand? Ich kann halt nichts bauen mit diesen, gegen die Galleys. Aber schön, aber das ist ganz gut. Ich glaube, so rangehen mit den... Okay, klick hoch. Sehr schön, sehr gut. Das war jetzt nur eins. Aber es ist gut, wir müssen ihn nur zurückdrängen. Ich habe auch schon hochgeklickt. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Hey, wo ist der Mann hier hin? Oh. Ich meine, Burg. Ah, ich habe überhaupt keinen Stein. Drei. Ja, zwei. Bau mehr, aber ich versuche auch ein paar Brander zu bauen. Ich habe leider Fletching entwickelt, das bringt gar nichts gegen die Galleys.
Ein bisschen doof, leider. Oh, okay, aber ich habe jetzt 5. Ich weiß nicht, ob ich da den Kampf nehmen kann, ehrlich gesagt. Da fehlt mir das Fachwissen. Ja, der kitet mich halt damit. Aber ich schau mal, wo er überhaupt noch Fischerei betreibt, weil hier, wo wir gerade kämpfen, ist nicht viel. Ich würd's nice. Mal, ich würde es mal probieren. Sehr gut. Castle Edge. Jetzt kann ich auf jeden Fall. Jetzt kommen die Longboats. Hast du eine Burg? Jetzt kommen die Longboats. Nee. Ach, du kannst die direkt in Castle Edge bauen, oder ja, was? Ja. Sehr gut. Ich baue auch hinten weitere Häfen, damit ich hier ein bisschen Nahrung reinbekomme. So, jetzt kommst du nicht hier. Ist er jetzt auch? Ja, jetzt ist er auch oben. Aber ist okay. Wir haben gut ausgehalten. Wir haben Wasser nicht verloren. Oh, so, jetzt gehen wir nach vorne hier. Ein Drachenboot ist schon richtig gut. Sehr gut. Oh, nee, doch nicht. Ich versuche ihn abzulenken und von hinten mit dem Dämoran. Okay, nice. Das ist schwierig. Das ist leider schwierig alles. Aber wir denyen ihm auch Fisch. Also ist, glaube ich, gar nicht so doof. Okay, cool. Ich baue weitere Longboards. Nice, wir kesseln ihn ein! Sehr schön! Oh, nice! Zieht man die jetzt noch runter? Ja, es ist nicht ideal. Komm, die verliert er jetzt. Was machst du? Greif weiter an. Oh, jetzt hat er Galeeren. Nice. Okay, da kommt gleich ein Demo raus. Wo? Bei mir von links. Shit. Sollen wir auch Galleys bauen, oder was? Galleys? Ja, auf jeden Fall mehr, also nicht diese schießenden, aber ich mach weiter die Drachenboote. Er wird jetzt da hinten scouten, wo unsere Häfen sind. Das ist okay, ist kein Geheimnis. Also wir müssen mal ein bisschen... Ich habe kein Geheimnis, Mara. Ja, ich aber. Ich habe da nämlich welche. Wirklich? Du musst mir deine Geheimnisse sagen, Mara. So funktioniert Teamwork nicht. Hat die Geheimnisse. Ich habe hinten zwei Häfen. Die müssen wir schützen. So. Ich brauche mehr Holz. So, jetzt müssen wir. Es läuft ganz okay. Wir dürfen jetzt nur keinen Scheiß bauen und dass der irgendwo landet oder so. Das wäre jetzt eine Katastrophe. Aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Braucht deine Schiffe hier vorne am besten. Hey, wo bleiben denn meine Drachenboote? Das gibt's doch nicht. Fahren die denn hinger? Also er hat hinten keine Eco mehr, ne? Hier fährt er rum. Komm, kannst du so schnell wie möglich mit deinen Schiffen dahin? Ja. Ich brauche noch eine Sekunde, bis ich da bin. Oh shit, also er hat ja richtig viele.
brauche ich denn hier noch alles, um mal hochzuklicken? Ah, ich versuche noch mehr Häfen zu bauen. Ich krieg nicht genug produziert. Ich hab nicht das Holz. Ich pumpe aus 3 TCs nur Holz gerade. Aber irgendwie, es läuft nicht ganz. Los. Shit, Mann, ey. Ah, ich krieg die Produktion nicht einfach nicht an, Mann. Hast du noch Flotte, dass wir hier vorne das weg? Zwei Schiffe gerade. Ich produziere gerade ganz viel, so viel es geht. Ich baller hier alles mit Schiffen voll, aber jetzt ist er auch bei mir. Kann man die noch irgendwie upgraden? Ich habe alle Upgrades, glaube ich. Ah, und ich habe kein Multi-Queue, kann es sein? Oh, ja, das wäre schlecht. Maro. So, Freunde, jetzt habe ich hier eine Armee. Oh, die fahren auch immer so dumm durch die Gegend einfach. Oh, ich habe mir das Upgrade noch nicht gehabt. Das ist dumm. Was denn? Das zweite, wie heißt Botkin Arrow? Aber wir brauchen auch Brander, ne? Ja, ich bin jetzt halt. Wie schaut es bei dir aus? Kriegst du Schiffe ins Wasser? Ja, mach ich jetzt hier hinten, also er reißt mir vorne alle Häfen ab. Deswegen versuche ich jetzt hinten das zu machen. Baller hinten noch mehr Schiff raus. Timo. Weil sie die Waypoints auch falsch gelegt, das ist natürlich blöd. Aber es ist, glaube ich, ein guter Plan. Baust du hinten auch Wasser auf? Ja. Ich upgrade jetzt auch die Demolition Ships. Okay. Wie sieht's mit Armee aus? Haben wir da irgendwas, falls der landet? Ja, nee, ne? Soll ich baue mal Ritter. Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter genereller Konter. Okay. Aber er hat mich hier in Ruhe gelassen. Ich glaube, er fährt irgendwie außen rum. Er fährt jetzt nach rechts, ne? Ja. Ja, ja, geht da an die ganzen Häfen ran, die ich da habe. Ich kann da ja ruhig zerstören. Währenddessen baue ich dann hier hinten weiter. Ich mache immer Elite Longboats. Aber da fehlt mir auch wieder. Hast du viel Nahrung? Ja. Kannst du mir da ein bisschen was geben? Cool, danke schön. Und auch, Hey! Ich mache Elite Longboats. Okay. Boats. Oh, das Gold ist so krass. So viel Gold, ey. Aber ich muss es eigentlich auch in Imp, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich das Gold herbekommen soll. Ich brauche so viel Gold, um Schiffe zu bauen momentan. So, jetzt habe ich Elite Longboats. Das ist hier schon mal nicht schlecht. Brauchst du auch weiter Flotte? Ja, ja, ja. Okay. Aber der wird irgendwann auch zum großen Angriff blasen, ne? Mhm. Und dann haben wir ein Problem.
Aber ich kann mich hier unten ganz gut verteidigen, weil ich hier eine Burg gebaut habe. Wo ist der gerade mit seiner Flotte? Das frage ich mich. Ich glaube irgendwo hier. Der scheint es gerade so zu umreißen. Oh, ja, hier ist er. Okay, ich muss jetzt irgendwie auf Imperialzeit sparen. Ich versuche währenddessen noch ein paar Ritter zu erschaffen. Ah, Teutonen haben gar nichts, ne? Teutonen, das war genau das Falsche. Doch, die haben Paladine, super. Gut, dann gehe ich auf Paladine. Uff, er hat jetzt hier... Oh, ja, ja, hier sind ja richtig viele Wargallies. Okay, ich klicke gleich hoch. Okay, nice. Okay. Wir können auch immer noch handeln, das ist auch noch eine gute Sache. Oh, jetzt fährt er hier einmal rund. Okay, aber genau, aber wir erwarten ihn jetzt hier an der Meeresenge, ne? Ja. Okay, also ich bring mal mein Zeug hoch. Es ist noch nicht so viel, aber da kommt mehr. Okay. Aber es ist schon nicht schlecht. Wir müssen jetzt halt echt nur höllisch aufpassen, dass der nicht irgendwo landet, ne? Ja. Kampf? Ist der Kampf? Nee. Nee, er ist immer noch bei meinen Häusern dran. Muss jetzt hier natürlich nachbauen. Ja, da kommt er auf keinen Fall durch. So, wo ist er jetzt? Und er verschwendet seine Zeit auch gerade so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich landet er gleich irgendwie mit einem Kacke. Richtig, richtig. So, jetzt kommt hier vorne auch mal wieder ein Hafen hin. Gold ist so brutal einfach. Nice, jetzt räumen wir auf. Oh, er steht hier vorne. Ist er wieder hier? Aber das können wir jetzt alles aufräumen mit der Flotte, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Okay, so, jetzt kommen wir hier nach vorne. Ja, ich habe gleich auch Galeonen und dann... Ja. Okay, jetzt er wieder auf dem offenen Wasser kämpfen. Achtung, 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 Achtung. Ja. Vorsicht mit deinen Brandern. Können wir das kämpfen gut? Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Bau immer weiter Schiffe noch nach. Ja. Alter, das Gold! Achso, alle Upgrades. Oh, oh, er baut hier eine Burg, er baut eine Burg. Wo? Er baut hier eine Burg. Oh, ja. Ich hab's gesehen. Sehr gut. Meine Ritter sind auf dem Weg.
Wir müssen ihn nur jetzt davon abhalten. Ja, ja, ich bin schon dran. Sehr gut, ich bin schon dran. Sehr schön. Kannst du sie killen? Ich hoffe doch, dass Chevaliere das nicht kriegen dürfen, oder sie killen! Ah, nice! Ja, easy, mach das Transport. Da, der okay. Letzte, der Letzte, der darfst du nicht fertig kriegen! Oh, ist dein Ernst? Holy schmoly! Okay, okay. Okay, weiter Schiffe nach da unten pumpen. Ja. Alter, Alter. Ohne Gegenburg. Gegenburg. Gegenburg wird hingeburgt. Ich baue auch eine Gegenburg. Nice. Hier wird so. Er nie wieder expandieren. So, ich schicke noch ein paar Drachenboote hier runter. Ja, ey, wir brauchen Drachenboote. Ohne Ende. Ich baue auch mal ein Transportschiff und versuche überzusetzen. Ja. Mann, die Schiffe! Kriegen seine Schiffe nicht kaputt! Doch, das wird jetzt. Ich baue immer weiter Drachenboote, ne? Nice, Burg! Sehr gut, ich baue auch noch ein paar Häfen nach. Oh, er macht gerade mein Drachenboot. Also ich brauche auf jeden Fall dich noch mit Schiffen da. Ja, definitiv. Ich pumpe auch konstant weiter. Komm, auf geht's, Leute. Er hat da wieder super viele. Oh, er hat auch hier eine Burg. Wo denn? Direkt auf der anderen Seite. Ach so. Ja, direkt auf der anderen Seite von uns. Okay, ich bin jetzt mit meinen Chevalieren auf seiner Seite. Okay, ja, sehr gut. Ich brauche mehr Häfen. Also ich ja, baller halt weiter, grade. Baller weiter Häfen. Also der hat hier vorne so viele Schiffe. Ja. Ich muss mich eigentlich mit meinen Schiffen jetzt mal hier zurückziehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir müssen halt auch mit Dorfbewohnern übersetzen, um eine Burg zu bauen. Ich mach's das mal mit Paar. Ja. Dann dürften auch irgendwann die Ressourcen ausgehen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Raids sind krass. Der hat gar nichts an Land. Der hat keine Armee an Land. Okay, gar nichts. Also entweder er verliert Land oder er verliert Wasser. Ja. Dann gehe ich jetzt auch mal mit Villagern rüber. Ich
glaube, wir brauchen mehr Demos. Ich mache jetzt noch mehr Demos und noch mehr Drachen. Zieh dir am besten nochmal zurück deine Schiffe da vorne. Du verlierst die, glaube ich, alle. Oh. Ja. Ja. Haha, Marco! Ha. Nichts für dir bekehrt! So, warte mal hier. Okay, ich bin bei ihm, baue eine Burg. Nice. Ich bin jetzt auch hier drüben gelandet. Nahrung. Oh, wir haben bald kein Holz mehr, ne? Ist dir das klar? Ich habe noch sehr viel Holz. Nee, wir haben kein Holz mehr auf der. Wir haben kein Holz mehr auf der Insel. Ja, aber er ja auch nicht. Ach du Scheiße. Überhaupt kein Holz mehr. Ich habe auf meiner Seite der Map kein Holz mehr. Das bringt nichts. Schießt hier vorne wieder. Hast du wieder Flotte? Ja. Okay, dann können wir eigentlich wieder nach vorne gehen. Okay, Burg steht. So, ich gehe wieder nach vorne. Burg und ein Hafen steht und ein Stall steht. Yes, mal jetzt noch ein bisschen Lightcuff. So, hab Paladine. Nice, nice, nice. Mara, das sieht nicht schlecht aus! Das sieht echt gut aus hier. So, jetzt kommen hier die Schiffe. Die sind gerade alle hier und wollen meine Landung hier verhindern. Ich bin bei ihm definitiv gelandet. Okay, ja, ich auch. Können wir hier die Schiffe mal wegmachen? Sekunde, ich muss hier gerade meine Expansion retten. Nein! Ah, das war schön! Yes! Yes, Recon! Ah, da hätte ich noch ein bisschen durchgehalten und die Landung mal früher gesehen. Ich glaube, da wäre noch was drin gewesen. Aber so war es. Ihr habt nicht mehr so viel Holz auf der Insel und vor allem, ihr konntet traden. Oh Gott. Ja, aber null Holz mehr. Also jetzt wäre es wirklich ätzend gewesen, weil eine Flotte aufrechterhalten ohne Holz. Ja, das Ding ist halt, ich das dachte mir schon, weil ihr so viele Häfen gebaut habt und so viele Brande auch. Dann denkt mir so, wow, warum Brande? Und ich hatte ja noch Holz und dann habe ich die Landung zu spät gesehen und ja, dumm. Ich hätte ja auch die Burg bei mir eher defensiver bauen müssen, glaube ich, und ja. Ey, aber es war ein super Call. Man hat gesagt, auf der anderen Seite der Map Häfen bauen und Armada aufbauen. Und dann hast du so ewig gebraucht, da außen rumzufahren. Ja. Währenddessen hatten wir so viel Zeug und sie hat ihre Drachenboote. Und dann lief es besser. Und dann, glaube ich, standest du unter Druck. Und als ich gelandet habe und gesehen habe, bei dir kommt ja gar nichts zurück. Vor allem habe ich jetzt lief's gut. Was ist das denn? Ein Großteil der Flotte wegnehmen können, weil ich damit bringe. Ja, das war jetzt eh das GG. Also die Flotte, wenn ich die Flotte verliere, dann ist es automatisch weg. Aber ich hätte es jetzt noch halten können, soweit. Aber ja, das ist halt, wenn ich keine Flotte mehr habe, dann ist es GG. Und ich war gerade mega unaufmerksam. Deswegen gut gespielt von euch. Dankeschön. Es war auch eine Punktlandung. Punkt 8 Uhr das GG. Sehr schön. Siehste. Fantastisch. Fantastisch. Es läuft. Ey, wenn man das Momentum umkehrt und auf dem Wasser irgendwie dann mehr kriegt. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, nämlich ganz ehrlich. Einerseits dachte ich mir so, okay, Hunde, cool. Dann so, oh, Teaminseln, scheiße. Und dann wieder, oh, fuck, ich hab ja Hunde, ich hab keine Cannon Galleys. Tja. Sonst hätte ich einfach komplett gesagt, ich scheiß auf jeglichen Versuch der Landung und bleib nur auf Wasser, aber das geht halt nicht.
Naja, wir haben es auch ohne Cannon Galleys geschafft. Ich hätte die gehabt, aber Drachenboote reichen mir jetzt auch. Ja, Drachenboote sind schwach. Es ist 8 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt ganz viel Spaß bei Game 2. Bleibt dran für Filmfights danach. Wir sagen Tschüss und schönes Wochenende. Bis nächstes Mal. Dann kommt das Best of 3 Donny gegen mich. Es wird sehr spannend. Ja. Macht's gut. Tschüss.